Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet. Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliere ich unserem Kollegen Dr. Hermann Otto Solms nachträglich umso herzlicher zu seinem 78. Geburtstag. Alle guten Wünsche im Namen des ganzen Hauses. Für die heutige 68. und die morgige 69. Sitzung konnte zwischen den Fraktionen im Ältestenrat keine Tagesordnung vereinbart werden. Die Fraktion der AfD hat dem Vorschlag der anderen Fraktionen widersprochen. Also habe ich den Bundestag mit der von den anderen Fraktionen vorgeschlagenen Tagesordnung einberufen. Nach § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung ist für die Genehmigung der Tagesordnung ein Plenarbeschluss erforderlich. Es gibt eine interfraktionelle Vereinbarung, die Tagesordnung, die noch nicht beschlossene Tagesordnung, um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Und der Frist für den Beginn der Beratungen soll, soweit erforderlich, abgewichen werden. Der Tagesordnungspunkt 23, Antrag zur Meisterpflicht im Handwerk, soll abgesetzt und stattdessen ein Antrag der Fraktion der AfD zum Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration auf der Drucksache 6061 bei einer unveränderten Debattendauer von 60 Minuten aufgerufen werden. Des Weiteren sollen die Tagesordnungspunkte 25a, ein Antrag zum Kooperationsverbot in der Bildung, 25b, ein Antrag zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus und 29d, ein Antrag zur Beschaffung bewaffneter, unbemannter Flugzeuge, abgesetzt werden. Darüber hinaus kommt es zu den in der Zusatzpunkteliste dargestellten weiteren Veränderungen des Ablaufs. Wir kommen nun zur Feststellung der Tagesordnung der heutigen 68. und der morgen 69. Sitzung mit den eben genannten Ergänzungen. Wer stimmt dafür? Wir stimmen über die Tagesordnung ab. Es wäre schön, wenn ich das lasse abstimmen. Wer stimmt für die Tagesordnung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Tagesordnung gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen der übrigen Fraktionen angenommen. Und damit berufe ich auf die Zusatzpunkte 2a und 2b und die Tagesordnungspunkte 25c sowie 10a und 10b, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Grundgesetzes, die Artikel 104c, 104d, 125c und 143e, und Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Kooperationsverbot in der Bildung vollständig aufheben, sowie zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Errichtung des Sondervermögens Digitale Infrastruktur und Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verkehr und Digitale Infrastruktur zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Breitband für alle digitale Infrastruktur flächendeckend ausbauen. Der Haushaltsausschuss hat in seine Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes auf der Drucksache 6144 zwei weitere Anträge mit einbezogen. Zum einen den Antrag der Fraktion der AfD auf der Drucksache 4543 mit dem Titel Bildungsföderalismus stärken und den Antrag der Fraktionen der FDP und Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 4556 mit dem Titel Bessere Bildung durch einen modernen Bildungsföderalismus. Diese Anträge sollen ebenfalls jetzt beraten werden. Sind Sie damit einverstanden? Das ist offensichtlich der Fall, dann ist es so beschlossen. Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Grundgesetzes werden wir später namentlich abstimmen. Zu diesem Gesetzentwurf liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 90 Minuten vorgesehen. Auch dagegen höre ich keinen Widerspruch, dann ist so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren, wir diskutieren heute über eine ganze Reihe von Veränderungen des Grundgesetzes. Das ist kein selbstverständlicher Vorgang, denn immerhin handelt es sich um das Basisgesetz, das uns alle zusammenhält und unsere Demokratie und wie wir arbeiten. Das macht man nicht mal einfach so, sondern die Grundlage solcher Veränderungsbestrebungen muss immer sein, dass wir tatsächlich etwas verändern wollen, das über einfache Gesetzgebung hinausgeht. Es gibt eine ganze Reihe von Fragestellungen, die uns in den letzten Jahren bewegt haben und die mit diesen Verfassungsveränderungen auch bewegt werden. Also zum Beispiel die Frage, wie wir es hinbekommen können, dass der Wohnungsbau in Deutschland vorangebracht wird und wir auch wieder und weiter sozialen Wohnungsbau haben. Keine selbstverständliche Sache, denn es hat darüber schon Verständigung gegeben, dass 2019 jedenfalls die Bundesrepublik Deutschland, der Bund, sich aus der finanziellen Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus zurückzieht. Das ist angesichts der gegenwärtigen Lage auf dem Wohnungsmarkt kein akzeptabler Gang der Dinge. Und deshalb ist es eine gute Entscheidung, die heute vorbereitet wird, dass auch in den 20er Jahren der Bund den Ländern und Gemeinden Hilfe geben kann, wenn es um den Ausbau und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus geht. Das war eine notwendige Entwicklung. Das gilt auch für die Frage, wie wir die Verkehrsinfrastrukturen in unseren Ballungsräumen besser entwickeln können. Ein großes Thema, denn wir diskutieren gegenwärtig zu Recht über die Folgen des menschengemachten Klimawandels. Wir diskutieren darüber, wie wir es schaffen können, die Erderwärmung aufzuhalten. Wir diskutieren darüber, wie wir die Mobilität so weiterentwickeln können, dass nicht nur immer größere Verkehrsstaus auf den Autobahnen das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger und vieler Pendlerinnen und Pendler prägen. Das funktioniert nur, wenn wir den Nahverkehr, den schienengebundenen Nahverkehr ausbauen können. Und dies kann nicht nur eine Sache von Kommunen sein oder Ländern. Das ist ein nationales Anliegen und deshalb ist die Veränderung, die jetzt hier mitdiskutiert wird, notwendig. Die Bundesrepublik Deutschland kann viel stärker als in den letzten Jahrzehnten einsteigen in die Förderung des Ausbaus schienengebundenen Nahverkehrs. Auch das ist ein wichtiger und ein notwendiger Fortschritt. Ein paar der Dinge, die jetzt zu bewegen und zu verändern sind, haben gar nichts mit dem Grundgesetz zu tun, das muss man sagen. Sie haben etwas damit zu tun, dass die heute bestehenden Gesetze auch ein paar Restriktionen vorsehen, die auf Kritik gestoßen sind. Und deshalb ist es wichtig, hier klar auch noch mal zu sagen, dass zusammen mit der Verfassungsänderung zum Beispiel die Verständigung existiert, mit den Grünen haben wir darüber gesprochen und der FDP, dass man Möglichkeiten suchen soll, wie es in irgendeiner Weise gelingen kann, auch sehr kleine Projekte zu fördern oder wie es zum Beispiel gelingen kann, dass man eine komplexe Mobilitätsförderung zustande bringen kann, die sich nicht nur auf die konkrete Straßenbahn, die konkrete S-Bahn, die konkrete U-Bahn bezieht, wenn man solche Dinge tut. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das hier festhalten. Was heute ansteht, ist nur die Verfassungsänderung, aber der Konsens reicht weiter und deshalb wollte ich das hier auch erwähnen. Und das dritte große Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen werden, ist die Frage, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass unsere Schulen die Standards erfüllen, die wir uns für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland vorstellen. Die Vorstellung ist ziemlich klar. Wir wollen Schulen, die am besten ausgestattet sind, was die bauliche Qualität betrifft, aber auch was Fragen zum Beispiel der digitalen Infrastruktur und der Anbindung unserer Schulen betrifft. Das alles sind ganz wichtige Dinge, über die überall immer wieder diskutiert wird. Und deshalb ist es wichtig, dass neben den unglaublich hohen Mitteln, die die Länder und Gemeinden für unsere Schulen bereitstellen, auch der Bund sich daran beteiligt, damit diese wichtigste Zukunftsentwicklung in unserem Land nach vorne bewegt werden kann. Wir wollen, dass das jetzt möglich wird. Es gelingt. Und dass das hier gelingt, das will ich an dieser Stelle auch sagen, ist durchaus eine ambitionierte demokratische Veranstaltung. Denn wir brauchen im Deutschen Bundestag eine Zweidrittelmehrheit. Wir werden sie, dazu sage ich gleich noch was, auch noch einmal benötigen im Bundesrat. Sonst können Verfassungsänderungen zu Recht in diesem Lande nicht beschlossen werden. Ich bin deshalb sehr dankbar für die sehr konstruktiven und detailreichen Gespräche mit FDP und Grünen. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich die Vorstellung der Bundesregierung auf Einladung der Partei Die Linke darstellen, erläutern konnte. Ich
glaube, das ist ein ganz guter Beitrag für eine ordentliche Debatte in diesem Haus, für Dinge, die uns ja alle angehen und die letztendlich ja immer etwas ganz Essentielles berühren, nämlich unsere Verfassung, mit der man nicht dilatorisch umgehen kann, sondern in der man immer schon versuchen muss, dass das über einzelne Parteigrenzen hinweg etwas ist, das uns und unser Land zusammenhält. Schönen Dank dafür. Deshalb will ich auch über den Fortgang unserer Verfassungsdebatte noch ein, zwei Worte verlieren. Ein Teil der Regelungen, die heute hier beschlossen werden, sind ein dringender Wunsch ziemlich vieler Abgeordneter, ziemlich vieler Parteien hier im Deutschen Bundestag, nämlich darüber zu diskutieren, wie eigentlich das Verhältnis bei Finanzhilfen zwischen Bund und Ländern ausgestaltet ist. Als jemand, der auf verschiedenen Bänken gesessen hat, also schon mal in der Bundesregierung war und jetzt auch wieder der lange, lange Abgeordneter des Deutschen Bundestages war, aber auch über viele Jahre Bürgermeister eines der Länder in Deutschland, weiß ich, dass die Zusammenarbeit besser ist als ihr Ruf und dass man sich auch besser versteht, als das gelegentlich behauptet wird. Trotzdem gibt es ein paar Fragen, die miteinander zu diskutieren werden. Das, was der Deutsche Bundestag hier mit seinen Veränderungsvorschlägen gegenüber dem ursprünglichen Regierungsantrag auf den Weg bringen will, ist, dass klar ist, dass dann, wenn der Bund Mittel gibt, dass auch eine finanzielle Beteiligung der Länder daran gibt. Das ist der Kern des Vorschlages der Zusätzlichkeit, der hier im Bundestag gemacht werden soll. Und ich würde die Länder bitten, das sich einmal ohne große Aufregung anzuschauen. Das sind Vorschläge, die durchaus nicht so weitreichend sind, wie der eine oder andere befürchtet. Und vielleicht ist die notwendige Debatte, die wir vor der endgültigen Beschlussfassung dann mit dem Bundesrat gemeinsam haben, ja auch ein Beitrag, sich einmal alles zu sagen, was bei dieser Gelegenheit zu sagen ist. Das ist ja auch nicht schlecht. Und dann aber, da möchte ich sowohl die hier versammelten Abgeordneten als auch die Vertreter der Länder und die Ministerpräsidenten und Bürgermeister darum bitten, sich auch zusammenzuraufen. Die Verfassungsänderungen, um die es hier geht, sind wichtig genug, dass wir über die Frage, wie machen wir das gemeinsam, denn das ist ja das Thema von Finanzhilfen, sehr wohl auch ein gemeinsames Ergebnis erzielen müssen. Das werden wir schaffen. Und ich bin sehr froh, dass diese Verfassungsänderungen nun jetzt so weit gekommen sind, dass wir sie bald auch im Grundgesetz wiederfinden können. Schönen Dank. Dr. Götz Fremming, AfD, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich müsste die AfD-Fraktion heute hier die vierfache Redezeit bekommen, denn wie es aussieht, sind wir ja wieder einmal auch bei diesem Thema die einzige wirkliche Opposition im Hause. Meine Damen und Herren, was Sie hier praktisch über Nacht zusammengezimmert haben, das ist wirklich unglaublich. Also so einen Murks hat die Welt noch nicht gesehen. Man muss kein Jurist sein, um das zu erkennen. Es handelt sich hier, worüber wir heute sprechen, und der Finanzminister ist ja schön ruhig geblieben, aber was wir heute hier vornehmen, was Sie vornehmen, ist ein Frontalangriff auf die föderalen Strukturen unseres Staates, meine Damen und Herren. Der vielbeschworene Digitalpakt, den Sie hier alle gerne loben und nach vorne stellen, ist in diesem Zusammenhang nichts weiter als das trojanische Pferd, um den Ländern das abzunehmen, was schon seit 1949 in ihren Hoheitsbereich gehört, nämlich die Hoheit über die Bildung. Das, was im ersten Entwurf schon schlimm war, ist jetzt mit der Mithilfe von FDP und Grünen noch schlimmer geworden. Worum geht es? Im ursprünglichen Entwurf zu Artikel 104 sollte der Bund direkt in die Bildungsinfrastruktur der Länder, und zwar nicht nur der finanzschwachen Kommunen, hineinfinanzieren können. Mit der neuen Regelung könnte der Bund sich nun auch an Personalkosten und der Entwicklung gemeinsamer, also nationaler Bildungsstandards beteiligen, wie wir in den Erläuterungen zum Gesetzentwurf lesen können. Anders ausgedrückt, der Bund will den Ländern die Mitsprache in der Bildungspolitik abkaufen und legt dafür die Axt an unser Grundgesetz, wie es die FAZ zu Recht formulierte. Meine Damen und Herren, die Finanzlage der Länder ist in Wahrheit
besser als hier oft suggeriert. Der Kollege Eckhard Rehberg gibt dazu sicherlich gerne Auskunft. 5 Milliarden für den Digitalpakt, gestreckt auf 5 Jahre, verteilt auf 33.000 Schulen. Man muss kein Mathematiklehrer sein, um sich auszurechnen, was hier vor Ort ankommt. Pro Schule nur wenige 10.000 Euro. Was machen Sie damit? Sie kaufen ein paar Laptops, vielleicht ein bisschen mehr Internet, und in 5 Jahren sind die Geräte dann veraltet. Aber das ist ja egal. Die schönen Fotos haben die Herren Politiker dann ja mit den Schülern und den Laptops gemacht. Meine Damen und Herren, die Kritik wächst nicht nur in den Reihen der AfD, die Kritik wächst auch in den Ländern. Die Länder wachen langsam auf, da auch das ist Teil unserer Oppositionsarbeit. Das führt übrigens zu bemerkenswerten Allianzen. Ja, hören Sie mal gut zu, das führt zu bemerkenswerten Allianzen. Schauen Sie mal nach Baden-Württemberg. Da haben wir ein interessantes Bündnis. Wer sich die Debatte mal angehört hat, im Landtag von Baden-Württemberg, da stehen Grüne, CDU und AfD gemeinsam geschlossen gegen diese wahnsinnige Grundgesetzänderung. Hören Sie sich die Debatten an. Aber es geht noch weiter, meine Damen und Herren. Und langsam kriegen Sie das Zittern, denn auch Schleswig-Holstein schwenkt um. Ich zitiere die Bildungsministerin, wieder CDU. Sie sagte, Zitat, eine solch einschneidende Grundgesetzänderung, heimlich und leise, quasi als Gegenleistung für den Digitalpakt, das ist kein gutes Verfahren im Umgang mit dem Grundgesetz und ein zu hoher Preis. Die Expertenanhörung, die wir hatten im Haushaltsausschuss, da war die Mehrheit der Experten schon äußerst kritisch. Eigentlich müssten Sie diese Anhörung jetzt wiederholen. Sie würden nämlich Ihre Kritik verschärfen. Und diejenigen, die sich jetzt zu der Neufassung geäußert haben, finden deutliche Worte. Ich zitiere den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages. Ich weiß, dass Sie das alles nicht hören wollen, müssen Sie aber. Das ist Professor Hennecke, und er sagte zu Ihrem vorliegenden Entwurf, Zitat, Koalition und Opposition haben hier Verfassungsschrott fabriziert, meine Damen und Herren. Das ist Verfassungsschrott, was Sie hier vorlegen. Und ganz zu Recht warnt auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg vor einer, Zitat wieder, schrittweisen Aushöhlung der Gestaltungsmacht der Länder, die zu Verwaltungsprovinzen des Bundes degradiert werden. Meine Damen und Herren, die AfD-Fraktion macht bei diesem Projekt nicht mit. Für uns ist Bildung Sache der Länder. Wir hatten diese Geschichten schon einmal. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die Sozialdemokraten schon einmal versucht, die Bildung zu zentralisieren. Nach wenigen Jahren lag unser Bildungssystem da nieder und man ist wieder umgeschwenkt auf die bewährten föderalen Strukturen. Die AfD steht zum Föderalismus. Die AfD stellt sich vor unser Grundgesetz. Wir machen bei ihrer Verfassungsänderung nicht mit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Andreas Jung, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ganz sicher, dass die Debatte über Digitalisierung und Schulen, über den sozialen Wohnungsbau, über nachhaltigen Verkehr in Kommunen weitergehen wird nach dem heutigen Tag. Es ist eine Daueraufgabe. Aber ich will anschließen an das, was der Bundesminister gesagt hat. Es ist heute eine wichtige Wegmarke, weil CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne sich auf einen gemeinsamen Vorschlag geeinigt haben. Dort, wo wir Grundgesetzänderungen für notwendig halten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Das ist, wie er es auch schon gesagt hat, gar nicht so selbstverständlich. Ich finde, es ist gut und es ist Grundlage für die weitere Debatte. Die führen wir selbstverständlich in dem Bewusstsein, dass es eine genauso breite Mehrheit auch im Bundesrat braucht. Und dass die genauso wenig selbstverständlich ist wie die hier in diesem Haus. Dass das notwendig ist, ergibt sich aus dem Grundgesetz. Es entspricht aber auch unserer Überzeugung als überzeugte Föderalisten. Und in diesem Geiste werden wir die Debatte heute führen und dann nach dem heutigen Tag mit den Ländern konstruktiv, aber auch zielorientiert, vor allem aber in der gemeinsamen Überzeugung, dass wir die großen Herausforderungen in den beschriebenen Bereichen nur gemeinsam bewältigen können. Und ich stelle fest, dass wir ein hohes Maß an Einigkeit haben bei den Herausforderungen des sozialen Wohnungsbaus. Wir haben
gemeinsam festgestellt, dass die Frage bezahlbaren Wohnraums eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit ist, in der es um gleichwertige Lebensverhältnisse geht, bei der es um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft geht. Und deshalb ist es richtig, dass der Bund sich dazu bekennt, bezahlbarer Wohnraum, neue Wohnungen, das ist nicht nur eine Aufgabe für die Privatwirtschaft, das auch. Und die wollen wir auch begünstigen mit einem Gesetz, das wir diese Woche beschließen, durch steuerliche Vorteile. Es ist nicht nur eine Aufgabe für Kommunen und Länder, sondern es ist auch eine gemeinsame Verantwortung, zu der der Bund seinen Beitrag in Zukunft ebenfalls leisten wird. Dazu ist die Grundgesetzänderung notwendig und deshalb ist diese richtig. Und ich stelle fest, dass ein hohes Maß an Übereinstimmung gibt, dass es richtig ist, dass was wir im Koalitionsvertrag angekündigt haben, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz nicht nur fortzuführen, dass richtig ist, dass der Bund sich nicht nur in Zukunft auch zu seiner Verantwortung weiter bekennt, sondern dass es gut ist, dass wir hier mehr tun werden in Zukunft, 1 Milliarde Euro mehr pro Jahr, eine Dynamisierung der Mittel. Das aber würde im Widerspruch stehen zu den jetzigen Festlegungen des Grundgesetzes. Deshalb ist auch hier eine Grundgesetzänderung notwendig, aus meiner Sicht richtig, und wird einen wichtigen Beitrag zu nachhaltigem Verkehr in den Kommunen und damit auch zum Klimaschutz, zu guter Mobilität in Deutschland leisten. Das ist eine richtige Maßnahme. Und nun ist uns bewusst, dass die Diskussion um Bildung, Digitalisierung und die Grundgesetzänderung, die ist, die am meisten zu Debatten führt, die ist, die am meisten zu Nachfragen führt. Und deshalb ist es uns zunächst einmal wichtig, dass für uns völlig selbstverständlich und unumstößlich ist, was im Grundgesetz festgeschrieben steht. Bildung ist Ländersache, die Kultushoheit bleibt bei den Ländern. Das steht im Grundgesetz, steht im Koalitionsvertrag und das wird immer unsere Leitlinie als überzeugte Föderalisten sein. Und das ist auch der Ausgangspunkt dieser Überlegungen, was den Digitalpakt angeht. Deshalb will ich zunächst mal sagen, worum geht es hier eigentlich nicht. Es geht selbstverständlich nicht darum, dass der Bund darüber entscheidet und befindet, welches die richtigen Konzepte sind, dass der Bund die Maßgaben dafür macht, wie in den Schulen gelernt werden soll. Das bleibt die Aufgabe der Länder. Und selbstverständlich bleibt es auch die Aufgabe der Länder, darüber zu bestimmen, wer in den Schulen unterrichtet, wer hier lehrt. Sie werden auch in Zukunft die Verantwortung für die Auswahl, für die Einstellung, für die Finanzierung der Lehrer tragen. Da wird nicht daran gerüttelt. Wir alle sind der Meinung, dass vergleichbare Bildungsstandards richtig sind. Aber wir haben Zutrauen in die Länder, über deren Vereinbarungen in der Kultusministerkonferenz. Wir empfinden Wettbewerb dabei nicht als Nachteil, sondern als Vorzug. Und auch daran wird nicht gerüttelt. Ich will es damit zusammenfassen, der Bund ist nicht der bessere Schulmeister. Der Bund will gar nicht Schulmeister sein. Er soll es nicht sein. Es geht hier um Infrastruktur. Da ist der Bund aber auch nicht Baumeister. Das sind die Kommunen in Zusammenarbeit mit den Ländern. Der Bund wird nicht Schulmeister, er wird nicht Baumeister. Das ist in guten Händen bei Ländern und Kommunen. Es geht einzig darum, wie wir Finanzhilfen möglich machen können, die, glaube ich, alle gemeinsam auch für richtig halten. Und das will ich in den Mittelpunkt stellen. Es ist die gemeinsame Überzeugung, dass der Weg umstritten ist, über den müssen wir reden und diskutieren, aber dass es ein gemeinsames Ziel gibt, nämlich dass wir bei der Digitalisierung besser vorankommen müssen, dass wir auch in den Schulen besser vorankommen müssen, dass der Bund dazu einen Beitrag leisten kann in Zukunft und dass das Schultor, die Schultür nicht das Stoppschild sein darf für notwendige Investitionen. Und darum ringen wir jetzt um einen richtigen und gemeinsamen Weg. Darum geht es. Und das tun wir mit dem Vorschlag für eine Grundgesetzänderung, mit der wir zunächst einmal vorschlagen, dass der Passus finanzschwach gestrichen wird. Das zeigt schon, dass es keine Grundsatzfrage in diesem Punkt ist, weil schon bisher Investitionen des Bundes in die kommunale Bildungsinfrastruktur möglich sind, aber eben nur für finanzschwache Kommunen. Wir sind der Überzeugung, dass es richtig ist, dass für alle Kommunen das möglich sein soll, schlagen deshalb die Streichung dieses Passuses vor. Und das Ergebnis der auch schwierigen, darf man ja sagen, Beratungen zwischen den vier
Fraktionen ist, dass in Zukunft nicht nur ganz konkret die Investitionen möglich sein sollen, sondern auch Kosten, die mit denen konkret und unmittelbar mit diesen Investitionen verbunden sind. Aber eben nicht langfristig anfallende Betriebskosten, eben nicht die Personalkosten für Lehrer, eben nicht das, was die Sorge bei manchen war, dass hier der Bund in eine langfristige Finanzierung einsteigen könnte. Das zeigt sich schon daran, dass wir ausdrücklich die Befristung dieser Mittel festschreiben, sondern es geht um die Investition, es geht um die Nutzbarmachung dieser Investition und damit um die Frage, wie wir einen Beitrag dafür leisten können, dass Digitalisierung insgesamt in unserem Land vorankommt, dass sie auch in den Schulen vorankommt. Ich kann übrigens auch nicht den Widerspruch erkennen zwischen Beton und Köpfen, der da manchmal aufgemacht wird, schon deshalb nicht, weil es sich bei digitaler Infrastruktur erkennbar nicht um Beton handelt, sondern um andere Investitionen und weil diese Investitionen besserem Lernen dienen sollen. Lernen tut man mit dem Kopf und damit gibt es hier keinen Widerspruch zwischen Beton und Köpfen, sondern wir haben das gemeinsame Ziel, durch eine bessere Infrastruktur besseres Lernen zu ermöglichen und da wollen wir jetzt einen gemeinsamen Weg suchen. Wir machen heute diesen Vorschlag, werben um Zustimmung des Bundestages, hoffen auf eine Zweidrittelmehrheit und werden mit diesem Vorschlag dann mit den Ländern diskutieren, ebenfalls um Zustimmung werben, werden das, wie vorhergesagt, konstruktiv zu tun und in dem gemeinsamen Geiste, dass wir unser Land voranbringen wollen und Verbesserungen für die Menschen erreichen wollen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Große Koalition hatte bereits die Tür zu einer Reform des Bildungsföderalismus einen Spalt geöffnet. Und das ist auch gewürdigt worden. Und in den gemeinsamen Verhandlungen der vier Fraktionen konnte diese Tür zur Reform des Bildungsföderalismus ein Stück noch weiter geöffnet werden. Das ist eine gute Botschaft, nicht nur in der Sache, sondern es ist auch eine gute Botschaft für das Zentrum unseres politisch-parlamentarischen Systems. Die staatstragenden Parteien sind in der Lage, zu Kompromissen zu finden, die das Leben der Menschen in Deutschland verbessern. Eine gute Nachricht über das Thema hinaus. Der Kollege Jung hat das Verhandlungsergebnis jetzt so dargestellt, dass es doch recht klein erscheint. Ich glaube, wir können etwas selbstbewusster über das sprechen, was hier auch an Weiterentwicklung möglich geworden ist. Denn tatsächlich werden die oder können die Finanzhilfen des Bundes an die Länder jetzt auch in verlässlichen Jahreszahlungen erfolgen. Sie müssen nicht degressiv ausgestaltet werden. Es wird möglich, dass eben nicht nur in Kabel, um nicht Beton zu sagen, dass nicht nur in Kabel investiert werden kann, sondern eben auch in personelle Unterstützung mindestens zu Beginn eines Programmes, sei es durch Systemadministratorinnen und Administratoren oder pädagogische Coaches oder eben auch Lehrkräfte, je nachdem, wie ein Programm gestaltet wird. Und besonders wichtig für uns, im Grundgesetz werden die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems und die Sicherstellung der Qualität des Bildungssystems ausdrücklich genannt. Es sind nur Programmsätze, ich will noch nicht von einem Staatsziel sprechen, aber dass Qualität und Leistungsfähigkeit des Bildungssystems für den verfassungsändernden Gesetzgeber Kategorien sind, das ist schon eine Zäsur. Und deshalb ist das, was wir heute beschließen, eine gute Nachricht für die Schülerinnen und Schüler und ein echter Schritt nach vorn. Nun ist Kritik geäußert worden, beispielsweise von Herrn Kretschmann, der die Bildungshoheit berührt sieht und in der Bildungshoheit das verfassungspolitische Hausgut der Länder sieht, das nicht tangiert werden dürfe. Sein Plädoyer für den Bildungsföderalismus wäre noch überzeugender, wenn unter seiner Verantwortung in Baden-Württemberg die Qualität des dortigen Bildungssystems besser geworden wäre. Leider, seit er regiert, ist es schlechter geworden. Insofern ist er jetzt nicht der beste Anwalt des Bildungsföderalismus.
Und das, was wir von der AfD gehört haben, ist ganz besonders amüsant. Sie scheinen die Rechtslage bis 2005 überhaupt gar nicht zu kennen. Denn bis 2005 gab es dieses Kooperationsverbot, das wir jetzt lockern, überhaupt gar nicht. Und in der Schweiz, der Musterföderation der Welt, dort gibt es seit 2005 ein Kooperationsgebot, Herr Kollege, zwischen den Kantonen. Sonst nehmen Sie sich an der Schweiz doch immer gerne ein Beispiel. Warum nicht in dieser Frage? Deshalb ist die Auseinandersetzung... Deshalb ist die Auseinandersetzung, die wir hier führen, auch nicht die zwischen guten und schlechten Föderalisten, sondern nur zwischen modernen und total alten, altbackenen Föderalisten. In diese Kategorie haben Sie sich ja gerade eingeordnet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wegen dieses Pakets, das wir im Bildungsbereich geschnürt haben, wird die FDP-Bundestagsfraktion der Grundgesetzänderung insgesamt zustimmen. Ich will allerdings gleich sagen, dass es andere Aspekte gibt, wo wir fachpolitisch auch Bedenken angemeldet haben, die wir wegen der erreichten Einigung in diesem Feld zurückstellen. Es liegt jetzt an den Ländern, im Gespräch mit Bundestag und Bundesregierung sich zu stellen zu dieser Grundgesetzänderung. Es werden Bedenken geäußert, die sich insbesondere auf die Zusätzlichkeit der Bundesmittel zu den Landesmitteln beziehen. Quer durch alle Parteien gibt es diese Diskussion, insbesondere von Unionsseite ist das aufgerufen worden. Es war ein besonderes Anliegen der Haushälter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die diese Initiative ergriffen haben und zunächst die SPD-Bundestagsfraktion ebenfalls überzeugt haben, ist eine besondere Verantwortung jetzt auch für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, mit den B-Ländern das Gespräch zu suchen, um sie für die Regelung bei der Zusätzlichkeit zu gewinnen. Und wir werden sehen, was die Bundesregierung aus den jetzt eröffneten Möglichkeiten macht. Denn bisher ändern wir ja nur das Grundgesetz aus Anlass des angekündigten Digitalpaktes. Was dann konkret die Große Koalition daraus macht, das wird sich zeigen. Frau Karliczek jedenfalls musste erst noch überzeugt werden von der Nennung von Bildungsstandards. Frau Karliczek musste überzeugt werden, dass auch in Köpfe investiert werden kann und nicht nur in Kabel. Und deshalb, Frau Ministerin, die Möglichkeiten, von denen Sie der Deutsche Bundestag überzeugen musste, die nicht aufgrund Ihrer Initiative jetzt ins Grundgesetz geschrieben werden, nutzen Sie sie bitte trotzdem entschlossen im Interesse der Weiterentwicklung unseres Bildungssystems. Dr. Gesine Lötz, Fraktion Die Linke, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Jahr 2006, das ist schon erwähnt worden, haben CDU und SPD das Kooperationsverbot beschlossen. Die Linke war dagegen. Und wenn jetzt ein Fehler korrigiert wird, dann werden wir uns dem nicht entgegenstellen. Darum werden wir auch der Grundgesetzänderung zustimmen, denn dieses Kooperationsverbot muss vollständig aufgehoben werden, meine Damen und Herren. So ein Verbot ist natürlich ein Anachronismus. Wie kann man in einer Zeit, in der eigentlich nur globale Zusammenarbeit unser Überleben ermöglicht, Kooperation zwischen Bund und Ländern verbieten wollen? Wenn diese Weltfremdheit jetzt beseitigt wird, sind wir dabei, meine Damen und Herren. Wir werden der Grundgesetzänderung zustimmen, weil wir alle Initiativen unterstützen, die dazu beitragen, den Bildungs- und Wohnungsnotstand in unserem Land zu beenden. Allerdings, das sagen wir Ihnen auch ganz deutlich, reicht es nicht aus, das Kooperationsverbot aufzuheben. Wir müssen mehr in Bildung investieren. Jetzt mit dem Haushalt, den wir in der vergangenen Woche beschlossen haben, haben Union und SPD die Investitionsbremse angezogen. Diese Bremse muss gelöst werden, meine Damen und Herren. Und wenn wir immer darüber reden, was wir der nächsten Generation hinterlassen, dann müssen wir doch dafür sorgen, dass die nächste Generation gut ausgebildet ist, dass sie alle Bildungschancen haben. Denn es gibt doch keine schlimmere Hypothek, als wenn wir nicht dafür sorgen würden, dass unsere Kinder und Enkelkinder eine gute Bildung bekommen. Und dafür kämpfen wir. Meine Damen und Herren, was aber auch zur Wahrheit gehört, der Kampf um den Bildungsnotstand ist wieder verschoben worden. Wir hatten im Haushalt, der stehen, 2 Milliarden für die Ganztagsschulen. Das ist verschoben worden. Ich hoffe nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, denn dieses Geld wird dringend gebraucht, um in den Ländern, in den Schulen zu investieren und dort den Kindern größere Chancen zu geben. Und das wollen wir doch alle gemeinsam, dachte ich mir zumindest. Die Linke hatte schon
2006 gesagt, dass auch die Verantwortung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau erhalten bleiben muss. Und ich will daran erinnern, dass wir bereits in der vergangenen Legislaturperiode dazu einen Antrag zur Änderung des Grundgesetzes eingebracht haben. Wenn Sie jetzt diesem Schritt nachgeben, den wir schon vorgeschlagen haben, finden wir das natürlich gut und werden das unterstützen, meine Damen und Herren. Denn man muss sich mal vor Augen halten, die Zahl der Sozialwohnungen hat sich in den letzten 15 Jahren halbiert. Heuschrecken haben den Wohnungsmarkt unter sich aufgeteilt. Wir brauchen also nicht nur Sozialwohnungen, sondern wir brauchen ein öffentliches Wohnungsbauprogramm und wir brauchen ein Programm für preiswerte Wohnungen und eine Mietpreisbremse, die die Mieten wirklich bremst und nicht nur diesen Namen trägt. Und wichtig ist auch zu betonen, dass Bildungs- und Wohnungsnot Folgeschäden des Kooperationsverbotes und der schwarzen Null sind. Und ich will noch mal sagen, schwarze Null ist eigentlich ein anderes Wort dafür, dass man nicht über ein gerechtes Steuersystem in unserem Land diskutieren will. Wenn wir mehr Einnahmen hätten, wenn wir die großen Vermögen besser in Anspruch nehmen würden, dann müssten wir überhaupt nicht über schwarze Null oder so diskutieren. Dann hätten wir die automatisch. Wir müssen also unser Steuersystem gerechter gestalten, meine Damen und Herren. Doch ein unsinniges Verbot aufzuheben, das ist für uns nicht genug. Die Linke will folgende Ziele im Grundgesetz verankern: eine umfassende Gemeinschaftsaufgabe für Bildung und ländliche Entwicklung und Kultur und Sport als Staatsziel. Wir wollen, und das ist ein Kritikpunkt an dieser Änderung, die ich hier auch vortragen will, wir wollen eben nicht, dass mit Steuergeldern die Renditewünsche von Unternehmen erfüllt werden. Die Rechnungshöfe der Länder und auch des Bundes machen doch deutlich, dass öffentlich-private Partnerschaften keine ehrlichen Partnerschaften sind. Die Kosten und Risiken liegen immer bei den Steuerzahlern und die Gewinne landen immer bei den Unternehmen. Das können wir nicht hinnehmen. Das müssen wir ändern, meine Damen und Herren. Aber es ist ja schon angesprochen worden, dass von den Ländern jetzt neue Kritiken gekommen sind, insbesondere nach der gestrigen Sitzung des Haushaltsausschusses. Und ich würde es gut finden, wenn es gelingt, im weiteren Verfahren dafür zu sorgen, dass es nicht Gewinner und Verlierer gibt, dass keiner von den Ländern den Eindruck hat, in der letzten Minute über den Tisch gezogen zu sein. Denn das, glaube ich, ist etwas, was niemand nutzt. Meine Damen und Herren, wir als Linke stimmen heute der Aufhebung des Kooperationsverbotes zu, auch wenn es nur ein halber Schritt im Kampf gegen Bildungs- und Wohnungsnot ist. Aber wir als Linke werden allen vernünftigen Vorschlägen zustimmen, denn die Linke ist die Partei der Vernunft. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir schließen heute einen bemerkenswerten Vorgang ab. Aus einem Vorschlag der Regierungskoalition ist eine Initiative aus der Mitte des Hauses geworden. Das ist gut und das ist ein Erfolg. Das ist ein Erfolg insbesondere in Zeiten, in denen es unfassbar viel Polarisierung gibt, unfassbar viel aufeinander draufhauen. Und ich bin deswegen froh, dass das gelungen ist. Und deswegen bedanke ich mich auch bei allen, die dabei mitgeholfen haben, meine Damen und Herren. Und wenn es um ein Signal von Zusammenarbeit statt Polarität geht, dann hoffe ich sehr, dass wir dieses Signal auch über die Länderkammer hinwegtragen können. Ich bin ehrlich, wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätten wir heute die vollständige Abschaffung des Kooperationsverbotes beschlossen. Das haben wir nicht geschafft. Wir legen einen Kompromiss vor und wir haben schlicht und ergreifend hier keine Mehrheit dafür. Dieser Kompromiss aber ist einer, der trägt und einer, der die Botschaft aussendet, der Bund kann jetzt in klaren Grenzen, in Köpfe und nicht nur in Beton und in Kabel investieren. Das ist besser, das ist gerechter, das ist gemeinsam und das ist gut für die Kinder in diesem Land, meine Damen und Herren. Wir haben diese Verhandlungen geführt, weil wir der Auffassung sind, wenn man das Grundgesetz ändert, dann macht man das nicht nur wegen eines aktuellen Projektes wie dem sinnvollen und wichtigen Digitalpakt. Unser Grundgesetz betrifft das Grundsätzliche. Und nein, das ist nicht das Ende des Föderalismus. Im Gegenteil,
Das ist moderner Bildungsföderalismus. Wir ermöglichen Zusammenarbeit. Das ist Kooperation. Und in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo es um Globalisierung geht, wo es um gemeinsames Europa geht, dann ist Kooperation in der Bildung doch eine Grundlage. Das ist modern, das ist gut, das ist richtig. Und deswegen streiten wir dafür, meine Damen und Herren. Und was wir erleben, ist mit dem Digitalpakt jetzt das erste Projekt, das auf dieser Grundlage geschaffen werden kann. Es gibt andere Baustellen, die schon warten, aus unserer Sicht auf alle Fälle das Thema Ganztagsschule. Und natürlich gibt es Länder, die gern mehr leisten würden, aber nicht können. Und hier ermöglichen wir Unterstützung. Warum machen wir das? Weil wir finden, dass die Zukunft eines Kindes eben nicht davon abhängen kann, in welchem Bundesland oder in welcher Region es lebt. Weil wir finden, dass es selbstverständlich sein muss, ja, natürlich, die Länder bilden den Bund, aber zugleich geht es um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in unserem Land. Das ist Grundgesetzauftrag und den erfüllen wir mit dieser Grundgesetzänderung. Und deswegen bitte ich dafür um Zustimmung, meine Damen und Herren. Es geht schlicht und ergreifend darum, ob man in diesem Land tatsächlich gleiche Chancen hat. Gleiche Chancen, egal ob ich in Bautzen lebe, in Bielefeld oder in Baunatal. So einfach ist das, so klar ist das, so gut ist das. Und deswegen lohnt es sich, diese Anstrengung vorzunehmen. Mit diesem Kompromiss gibt es WLAN, Whiteboards und Tablets an Schulen. Das ist gut, das ist richtig. Und es ist jetzt noch besser geworden, weil es eben jetzt auch möglich ist, durch das Verhandlungsergebnis, was die FDP und wir gemeinsam mit der Union und der SPD erzielen konnten, dass das Ganze dann am Ende auch wirklich noch bedient werden kann. Und nein, damit meine ich nicht besonders talentierte und versierte Schülerinnen und Schüler, die das ja häufig auch tun, sondern ich meine Medienpädagogen, ich meine technischen Support, ich meine Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer. Ich meine, dass es beim Digitalpakt doch so besonders gut zu sehen ist, dass es darum geht, dass zur Hardware auch die Kompetenz kommen muss. Und wenn wir das heute erleben an vielen Schulen, dass die Lehrerinnen und Lehrer es gar nicht können oder dass sie keine Zeit dafür haben, dann ist es gut und richtig. An diesem Beispiel sieht man ganz genau, warum man eben beides braucht. Die Technik auf der einen Seite, die Versiertheit der Köpfe auf der anderen Seite, meine Damen und Herren. Und jetzt hoffe ich sehr, nachdem wir dieses Signal geschaffen haben, nachdem wir diese Grundlage geschaffen haben, dass die Länder dieses Signal der Zusammenarbeit und der Kooperation aufnehmen. Dass sie zustimmen, beziehungsweise dass sie verhandeln und zustimmen. Das ist übrigens die Normalität, die wir eigentlich haben in unserem Land, dass der Bundestag etwas beschließt und wenn es eine Zustimmungsrichtigkeit der Länder gibt, dass dann darüber verhandelt wird. Wir nennen das Vermittlungsausschuss und schon der Name Vermittlungsausschuss sagt ja, dass es sinnvoll ist, dass man vermittelt. Also wenn die Zustimmung so nicht möglich ist, dann können wir verhandeln, selbstverständlich gern, weil wir wollen gern, dass wir einen großen Schritt machen darauf hin, dass wir gemeinsam in der Bildung vorankommen und auch in den anderen Fragen, die wir hier in den Grundgesetzänderungen haben. Jetzt weiß ich, dass sich viele Sorgen machen wegen der Zusätzlichkeit. Darüber ist ja eben schon gesprochen worden. Aber eines ist doch klar, der Bund will Zusätzliches finanzieren und nicht einfach Vorhandenes ersetzen. Aber anders als von manchen befürchtet, geht es jetzt nicht darum, dass etwa Router um Router oder WLAN um WLAN jede Ausgabe zur Hälfte gegenfinanziert werden muss, mit dem Bleistift gerechnet, sondern es geht um in diesem Bereich zählende gleichwertige Ausgaben. Darum geht es. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie sehr herzlich, dieser Änderung hier zuzustimmen und ich bitte die Länder sehr herzlich, dafür zu sorgen, dass wir einen guten Schritt vorankommen, was die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse angeht. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Dr. Katharina Barley, SPD. Herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn das Grundgesetz geändert wird, dann ist das in der Regel ein sehr wichtiger Tag für das Parlament. Und ich freue mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind, um diese Grundgesetzänderung zu beschließen. Im Jahr 2006 wurde im Grundgesetz ein sehr striktes Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik festgeschrieben. Dem Bund wurde quasi wesentlichen verboten, Geld für Bildung, Geld für die Schulen zu investieren. Die Jahre danach haben gezeigt, dass das zu weitgehend war.
Ich darf da zwei Sätze aus dem Jahr 2011 aus diesem Hause zitieren. Mehr Bildung geht nicht mit weniger Zusammenarbeit, erst recht nicht mit dem Verbot dazu. Das Kooperationsverbot war ein Irrtum, den müssen wir bereinigen, und das geht nur gemeinsam. Diese beiden Sätze, liebe Kolleginnen und Kollegen, stammen vom damaligen Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion und heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, als die SPD erstmals einen Antrag zur Abschaffung des Kooperationsverbotes in dieses Haus eingebracht hat, vor 7 Jahren. Seitdem setzen wir uns im Bund und in den Ländern für genau die Grundgesetzänderungen ein, die uns heute zur Beschlussfassung vorliegen. Es war eine unserer zentralen Forderungen im Bundestagswahlkampf, und die SPD-geführten Länder haben schon im September 2017 einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat eingebracht. Ich darf festhalten, die SPD ist die einzige Partei, die auf Bundes- und Landesebene seit vielen Jahren geschlossen für die Abschaffung des strikten Kooperationsverbots in der Bildung eintritt. Ich bin froh, dass es uns nun gelingt, das Grundgesetz zu ändern, denn die Abschaffung des Kooperationsverbotes ist wichtig. Geschlossen, habe ich gesagt. Für uns ist klar, gerechte Bildungschancen dürfen nicht davon abhängen, wo man lebt oder wie viel Geld man hat. Und gerechte Bildungschancen für alle dürfen nicht daran scheitern, dass wir vorhandenes Geld nicht ausgeben dürfen. Das wäre absurd. Und es ist schon interessant, dass die AfD die einzige Partei in diesem Hause ist, die das nicht verstehen will, die offensichtlich das Ohr nicht an den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger hat. Bei Ihnen treten offensichtlich keine Bürger in der Bürgersprechstunde auf, die Ihnen sagen, dass die Verhältnisse in den Schulen dringend verbesserungsbedürftig sind. Wir sehen das, und wir werden das auch ändern. Wir beschließen heute eine wirklich wichtige Grundgesetzänderung, die es dem Bund erlaubt, künftig mehr in Bildung, in sozialen Wohnungsbau und in kommunalen Nahverkehr zu investieren. Das ist eine wirklich wichtige Unterstützung für viele Menschen in unserem Land, zum Beispiel für die vielen Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren, für Mieterinnen und Mieter, die bezahlbaren Wohnraum suchen, und auch für Lehrerinnen und Lehrer, die künftig mit modernerer Technik unterrichten können. Wir stärken damit den sozialen Zusammenhalt in unserem Land. Wir sorgen auch für gleichwertigere Lebensverhältnisse. Dafür übernimmt der Bund eine Verantwortung, und dafür ändern wir unser Grundgesetz. Um ein Grundgesetz zu ändern, um unser Grundgesetz zu ändern, gibt es hohe demokratische Hürden. Das ist auch gut und richtig so. Und dass uns heute in einer durchaus grundlegenden Frage diese Einigung gelingt, bedeutet, dass unsere parlamentarische Demokratie gut funktioniert. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir uns über Parteigrenzen hinweg einigen können, wenn es um die großen Fragen, die großen Herausforderungen unserer Zeit geht. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Dafür braucht man nur mal einen Blick in andere Parlamente, in andere Länder zu werfen. Diesen Geist der Zusammenarbeit brauchen wir in Deutschland, aber auch in Europa. Wir können Dinge verändern, wenn wir zusammenarbeiten. Auch dafür steht der heutige Tag. Und ich finde, dass das gerade deshalb heute wichtig ist, weil heutzutage Kompromissfähigkeit und das Schließen von Kompromissen in manchen Teilen der Bevölkerung fast als Beleidigung aufgefasst wird oder jedenfalls nicht mehr zu einer Demokratie gehörig ist. Es ist das genaue Gegenteil. Das Finden von Kompromissen im Dienste aller, im Sinne aller, genau das ist das Wesen von Demokratie. Konkret, was steht an in der Bildung? Der Digitalpakt, die Koalition. Mit dem Digitalpakt werden wir zusätzlich 5,5 Milliarden Euro in die Schulen unseres Landes investieren, damit sie technisch auf die Höhe der Zeit kommen. Moderne IT, schnelles Internet, neue Tablets, es geht um Bildung. Ausgerechnet in der Schule darf es nicht sein, dass wir unzureichende Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer haben. Wir können nicht warten, bis wir genügend junge Lehrerinnen und Lehrer haben, die Digital Natives sind. Wir müssen in Frau Weiterbildung investieren. Ich würde gerne im Zusammenhang sprechen. Sie möchten keine Zwischenfrage zulassen? Nein. Genauso sieht es beim sozialen Wohnungsbau aus. Es bestreitet doch niemand, dass in vielen Städten und Gemeinden bezahlbare Wohnungen fehlen. Wir haben dazu viele Maßnahmen ergriffen. Und es ist so wichtig, dass der Bund jetzt auch in den sozialen Wohnungsbau weiter investieren darf und dass das nicht 2020 enden muss. Wir nehmen im Jahr 2020 und 2021 jeweils 1 Milliarde Euro für den sozialen Wohnungsbau in die Hand. Das ist eine gute Nachricht für Mieterinnen und Mieter. Denn wenn mehr günstige Wohnungen am Markt zur Verfügung stehen, dann entspannt das natürlich die Lage auf dem gesamten Wohnungsmarkt und dämpft den Preisanstieg. Wir wollen mehr in Bus und Bahn investieren und den Menschen die Möglichkeit geben, Autos auch mal stehen zu lassen.
Viele Menschen, gerade im ländlichen Raum, wo ich auch herkomme, haben da nicht so die Wahl. Gestern erst habe ich den Tweet einer jungen Frau gelesen aus einer ländlich geprägten Region, aus einem sehr schönen Bundesland, der Bus vor der Nase weggefahren ist. In Berlin ist das ärgerlich, in Köln auch, aber auf dem Land heißt das dann, dass man möglicherweise an dem Tag überhaupt nicht mehr wegkommt. Und es leben viel mehr Leute im ländlichen Raum als in der Stadt. Deswegen ist die Stärkung von Mobilität, die Investition in Mobilität auch für den Bund im Sinne gleichwertiger Lebensverhältnisse unglaublich wichtig. Diese Änderungen des Grundgesetzes sind gut, sie sind richtig, sie sind notwendig. Und wir wollen, dass wirklich mehr Geld am Ende vor Ort ankommt. Deswegen sehen wir vor, dass die Investitionen des Bundes zusätzlich zu den Investitionen der Länder im gleichen Bereich fließen. Das sorgt für ein starkes Signal für mehr Investitionen. Ich freue mich sehr, dass wir parteiübergreifend, fraktionsübergreifend diesen Beschluss heute fassen werden. Herzlichen Dank. Albrecht Glaser, AfD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregierung wünscht eine Änderung mehrerer Artikel der Finanzverfassung in erster Linie zur Verteilung von Geld an die Länder. Es soll dabei um Sicherstellung der Qualität und der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens gehen, wie es heißt, die Gemeindeverkehrsinfrastruktur und den sozialen Wohnungsbau. Wie man sieht, Kernaufgaben der Länder, die im föderalen Staatsaufbau diesen zur eigenen Erledigung zugewiesen sind. Wie allgemein bekannt ist ein lebendiger Föderalismus unabänderbares Verfassungsgebot, Artikel 79.3, Sie kennen das. Die Finanzverfassung des Grundgesetzes zieht daraus seit 1969 die logische und rationale Konsequenz, ich zitiere, der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, Artikel 104a Grundgesetz. Hinter dieser Regelung steckt die kluge staatstheoretische und verwaltungswissenschaftliche Erkenntnis, dass Aufgabenträgerschaft und Finanzverantwortung auf der gleichen staatlichen Ebene angesiedelt werden müssen. Das nennt man Good Governance. Ein Verfassungsrechtler hat bei der Anhörung der geplanten Rechtsänderung ausgeführt, die Frage, wer in der Sache entscheiden soll, muss über die Zuordnung der Sachkompetenz geregelt werden. Die Finanzkompetenz muss dann folgen. Die sieht der Bundesrechnungshof auch so. Und die Bundesregierung in gleicher Mannschaftsaufstellung wie heute, die zur Stärkung des Prinzips dieses Prinzips 2006 eine große Föderalismusreform gemacht hat, dafür 25 Artikel des Grundgesetzes geändert hat, hat seinerseits diese Änderung begründet, damit, dass die bundesstaatliche Ordnung an einer übermäßigen institutionellen Verflechtung von Bund und Ländern leidet. Mischfinanzierungen verschränken Aufgaben- und Ausgabenzuständigkeit und engen zugleich die Spielräume für eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung beider staatlichen Ebenen ein. Eine kluge Bundesregierung, die das damals ins Werk gesetzt hat, eine große Koalition. Und als im Jahre 2017 wiederum eine CDU-SPD-Regierung dieses früher für so wichtig gehaltene Prinzip der Staatsorganisation verwässert hat, haben unter anderem die beiden Ministerpräsidenten Dreyer und Kretschmann schärfsten Protest erhoben. Das war vorgestern. Das Ergebnis der Verhandlungen habe eine sachlich nicht zu rechtfertigende Unwucht zugunsten des Bundes begründet, sagte Dreyer. Und Kretschmann sprach von der Grenze des Zumutbaren, insbesondere bei den Kontrollrechten des Bundes im Bereich der Finanzen. Das war vorgestern richtig, das ist heute noch richtig. Der ganze jetzt ins Werk gesetzte Angriff gegen den Föderalismus und gegen eine rationale Staatsorganisation geht zudem von einer überbordenden Leistungsfähigkeit des Bundes und der Armut der Länder aus. Schon diese Annahme ist unrichtig, wie die Haushaltsüberschüsse zeigen. Der Kollege Rehberg ist immer bereit, als Zeuge auch dafür zur Verfügung zu stehen. Und wenn sie stimmen würde, dann gäbe es die hierfür, meine Damen und Herren, geschaffene, einfach gesetzliche Lösung nach Artikel 106, worauf ebenfalls bei der Anhörung hingewiesen wurde. Dort wird die Aufteilung aller wesentlichen Steuern geregelt. Damit soll sichergestellt werden, dass, Zitat, Bund und Länder ihre notwendigen Ausgaben decken können und bei Änderung der Verhältnisse entsprechende Anpassungen erfolgen. So einfach könnte man das Problem lösen, wenn es ein Finanzproblem der Länder gäbe.
Eine Verfassung, meine Damen und Herren, ist keine Geschäftsordnung der Bundesregierung, die wegen einer Tages- oder Nachtlaune von Koalitionären mal soeben geändert wird. Theoretisch ist das so gesagt worden, auch vom Herrn Finanzminister. In Praxi wird es völlig anders gemacht. In die Verfassung, die nunmehr die Oppositionsparteien, dass die in diesem Übergriff in der Verfassung, den sie hätten verhindern können, nun auch mitmachen, das führt zur Feststellung, außer der AfD gibt es keine Opposition im Bundestag, im Deutschen Bundestag. Alle anderen sind sich fast immer einig, eine fröhliche Demokratie. Wenn man wüsste, wie die Wurst hergestellt wird, würde niemand sie essen, sagt der Volksmund. Das Ähnliche gilt wohl auch für Gesetze und Verfassungsänderungen. Und dabei geht es um die Kostbarkeit des Respekts vor dem Rechtsstaat, die hier so gerne beschworen wird. Mal wieder ein schlechter Tag für diese Republik. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort Eckhard Rehberg, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass wir uns in diesem Hohen Hause einig sind, dass wenn ich eine Zuständigkeit habe, zumal wenn sie mir von der Verfassung zugewiesen worden ist, dass ich dann auch die Verantwortung dafür trage, auch die Finanzverantwortung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bund war und ist nicht für den sozialen Wohnungsbau zuständig. Der Bund war und wird nicht für die Bildung zuständig sein. Der Bund war und wird nicht für Kindertagesstätten zuständig sein. Das sind weiter Länder und Kommunen. Und ich sage das deswegen, weil immer so getan wird, wenn wir da nicht reingehen als Bund, mögliche Missstände beheben, ja, warum passiert dann an der anderen Stelle nichts? Früher war immer die Entschuldigung, ja, die Länder und Kommunen haben nicht genug Geld. Wie sehen die Realitäten hier und heute aus? Im letzten Jahr Gesamtheit der Länderüberschuss über 14 Milliarden. Dies Jahr laufen die Länder auf 20 Milliarden zu, die Kommunen in der Gesamtheit auf über 10 Milliarden. Davon träumt der Bund. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Beispiel sozialer Wohnungsbau will ich deutlich machen, warum wir eine Grundgesetzänderung vornehmen und warum es, glaube ich, auch notwendig ist, diese Zusätzlichkeit einzuführen für den entsprechenden Investitionsbereich. Weil es nicht sein kann, dass der Bund seit Jahren, seit Jahrzehnten Geld für den sozialen Wohnungsbau gibt, diese Mittel nicht für sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden oder zweckentsprechend und nicht mal mehr ein einziger Cent Landesmittel für soziale Wohnraumförderung in die Hand genommen wird. So stellen wir die Demokratie, den Föderalismus in Deutschland in Frage. Ja, 2006 FÖKO 1 Entflechtung, auch in diesem Bereich. Der Bund hat dann für den sozialen Wohnungsbau jedes Jahr 518 Millionen gegeben. Allein in der Zeit zwischen 2007 und 2013 3,6 Milliarden. Hätte man 50.000 Sozialwohnungen verbauen können. Jeder kann die Liste, was die Länder gemacht haben, bei mir abrufen. Einige Länder, auch das Land, in dem sich der Deutsche Bundestag befindet, Berlin, nicht eine einzige Sozialwohnung in dieser Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich könnte noch ein halb Dutzend Länder dazu nennen. Ich finde, das ist, finde ich, zu mir, das sind nicht meine Worte, sagte mal jemand, das ist ja unmoralisch. Auf jeden Fall finde ich, nachdem die Länder diese Aufgabe vollständig übertragen bekommen haben, 2006, haben sie hier gegen das Grundgesetz verstoßen. Das, finde ich, muss auch mal gesagt werden an dieser Stelle. Und dann ist das geändert worden im Zusammenhang mit dem Fiskalpakt. Daraus wurden dann Entflechtungsmittel noch investiv gebunden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gucken Sie sich mal bitte an. Entflechtungsmittel, sozialer Wohnungsbau, Hochschulbau, Bildungsplanung, kommunaler Straßenbau, ÖPNV, was einige Länder mit diesen Mitteln gemacht haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und deswegen glaube ich, steht hier schon ein enger Zusammenhang, dass wir den Finanzstrom sozialer Wohnungsbau regeln können, dass wir ihn auch überprüfen können, da greift der 114 Grundgesetz, Stichwort Bundesrechnungshof, und dass wir, glaube ich, auch in diesem Bereich
von den Ländern verlangen können, wenn ab 2020, früher greift ja die Zusätzlichkeit nicht, neben der 1 Milliarde, die der Bund gibt, auch Geld von den Ländern für diesen entsprechenden Investitionsbereich zur Verfügung gestellt werden. Denn es kann nicht nur so sein, dass Sozialwohnungen mit Bundesgeld gebaut werden. Es bleibt in der Zuständigkeit der Länder, es bleibt in der Verantwortung der Länder. Und deswegen wird es eine gesamtstaatliche Aufgabe nur dann, wenn beide ihren Beitrag leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Finanzsituation der Länder wird sich deutlich verbessern in den nächsten Jahren. Nicht nur die Jahresüberschüsse zeigen das, sondern auch die letzte Steuerschätzung. Wir werden im Jahr 2023 zum ersten Mal mehr Einnahmen bei den Ländern haben, bei den Gemeinschaftssteuern, als beim Bund. Dieses Jahr haben wir noch etwa 10 Milliarden Vorsprung beim Bund zu den Ländern. Und die großen Sprünge werden kommen zwischen dem Jahr 2019 und 2020. Jeder soll sich mal in Ruhe diese Steuersprünge angucken. Allein bei der Gesamtheit der Länder sind das durch den Bund-Länder-Finanzausgleich über 18 Milliarden Euro. Das heißt, wenn wir hier sagen, bei Bundesfinanzhilfen, wo der Bund sagt, das ist eine gesamtstaatliche, eine gesamtnationale Aufgabe, dann glaube ich, werden die Länder auch in der Zukunft in der Lage sein, hier eine 50-prozentige Kofinanzierung nicht in dem jeweiligen Programm, sondern in dem entsprechenden Investitions- bzw. Förderbereich an dieser Stelle vornehmen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim sozialen Wohnungsbau werden in den Jahren 2014 bis 2019 noch unter der jetzigen Rechtsetzung 6,6 Milliarden Euro vom Bund zur Verfügung gestellt. Herr Kollege Rehberg, die Kollegin Heiduck würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Gerne. Sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade darauf verwiesen, dass es ja um eine 50-prozentige oder 1:1 Kofinanzierung der Länder zukünftig gehen soll, auch mit Blick auf den Begriff Investitionsbereich. Und Sie haben ja auch gerade darauf verwiesen, dass die Länder in Zukunft durchaus wachsende Steuereinnahmen haben. Ich komme auf diesen Punkt noch mal zurück, weil einige Vorredner in dieser Debatte ja auch auf den Umstand verwiesen haben, dass wir am Ende bei dieser Grundgesetzänderung eine gemeinsame Lösung brauchen zwischen Bund und Ländern und dass ich deswegen fragen möchte, ob Sie die Einschätzung teilen, dass wir gestern gemeinsam im Haushaltsausschuss auch Wert darauf gelegt haben, dass diese 1:1 Finanzierungserwartung für zukünftige Programme ab 2020 gilt, aber dass wir auch anerkennen, dass es Bereiche gibt, wo der Bund bereit ist, sogar dauerhaft mehr als 50% zu finanzieren. Das wird im Wissenschaftsbereich so sein und bleiben. Und das wird bei dem laufenden Ganztagsschulprogramm, was wir ja mit Bundesmitteln bis 2023 in teilweise viel größerem Ausmaß fördern, auch so bleiben sollen. Mir ist das wichtig, auch im Sinne des gemeinsamen Gedankens, dass wir die Zusätzlichkeit auch als Grüne für eine sinnvolle Verstärkung im Sinne der inhaltlichen Aufgaben halten, dass wir aber den Ländern auch die Hand reichen an dieser Stelle. Und das ist mir noch mal wichtig, gemeinsam festzuhalten. Herzlichen Dank, Kollegin Heiduck, für die Frage. Der Kollege Lindner wollte ja das Thema Zusätzlichkeit mir ganz alleine in die Schuhe schieben. Erstmal muss man deutlich machen, dass der Bundesrechnungshof zum Regierungsentwurf eine Stellungnahme abgegeben hat und gesagt hat, dass er beide Grundgesetzänderungen beim sozialen Wohnungsbau und im Bildungsbereich ablehnt, hochkritisch sieht, aber gesagt hat, wenn man das dann macht und das als gesamtstaatliche Aufgabe ansieht, dann bitte eine mindestens hälftige Finanzierung. Auf Ihre Frage hin, die Forschungseinrichtungen über das Wissenschaftsfreiheitsgesetz zielen nicht dazu. Es sind keine Finanzhilfen des Bundes, es sind Zuweisungen an die Forschungseinrichtungen. Es trifft auf alle laufenden Programme nicht zu.
Also nicht auf die beiden 3,5-Milliarden-Pakete für die Kommunalinvestitionen. Es trifft nicht zu aufs dritte und vierte Programm, Kindertagesstättenausbau. Und nehmen wir mal ein Beispiel, die Städtebauförderung. Wenn ich dort neue Verwaltungsvereinbarungen abschließe, ja, dann wird es zutreffen. Aber wer sich hier ein bisschen auskennt, das ist im Kostenbereich schon heute eine 50-50-Finanzierung zwischen Bund und Ländern. Und dann werden immer die deutschen Seehäfen angesprochen, wo es eine 90-zu-10-Förderung gibt. Allein das Land Mecklenburg-Vorpommern gibt mehr als 38 Millionen für seine Häfen aus, denn das ist die Summe, die grundgesetzlich festgelegt ist. Und der entsprechende Investitionsbereich wären hier die Seehäfen insgesamt. Und so ist es auch in allen anderen Bereichen. Beim Digitalpakt Schule, die Verhandlungen sind noch nicht zu Ende. Da sage ich nur, wir haben den 90-10-Vorschlag aktuell. Aber wenn ich den entsprechenden Investitionsbereich der Länderhaushalte hier sehe, dann wird es doch wohl möglich sein, die rund 730 Millionen, die der Bund zur Verfügung stellt, das wäre für mein Heimatland rund 2%, 15 Millionen, doch selber sich mit 15 Millionen in diesem Bereich zu engagieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist die Sinnhaftigkeit der Zusätzlichkeit an dieser Stelle, dass, wenn der Bund etwas gibt, die Länder aus ihrer Verantwortung nicht herauskommen. Und wenn ich das gesamtnational, gesamtstaatlich sehe, glaube ich, dann müssen wir es auch so machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier wurden viele Bereiche angesprochen. Und ich will noch mal auch deutlich machen, so finde ich, weil auch die Frage immer wieder steht, haben wir das heimlich, still und leise gemacht? Nein, ganz im Gegenteil. Sowohl Johannes Kahrs als auch ich haben hier zur ersten Lesung deutlich gemacht, dass uns dieses Thema Zusätzlichkeit ein wichtiges Thema ist. Wir haben das angesprochen bei der Anhörung. Der Bundesrechnungshof, wie angemerkt, hat seine Stellungnahme abgegeben. Und ich kenne die Kritik von Professor Hennecke. Professor Hennecke, der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, lehnt das so ab. Er will einen anderen Weg, den auch Ministerpräsident Kretschmann will, und zwar das über Umsatzsteuer zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rate jedem, hatten wir gestern auf der Tagesordnung im Haushaltsausschuss, sich die Prüfberichte des Bundesrechnungshofes zur Verwendung von Umsatzsteuerpunkten anzugucken, sich den BMF-Bericht durchzulesen, Verwendung Umsatzsteuer bei den Integrationskosten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Länder nicht mal bereit sind, über die Mittelverwendung Rechenschaft abzulegen, wenn viele Länder sagen, wenn wir Umsatzsteuerpunkte kriegen in einem Bereich, dann sind es bei uns Steuermehreinnahmen. Bund, das sind zwar bei dir Steuermindereinnahmen. Wir haben politisch was abgesprochen in diesem Bereich, aber was wir damit machen, das geht dich nichts an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wichtig ist am Schluss meines Redebeitrages, was mir wichtig ist und was ich immer wieder draußen vor Ort erlebe. Wenn wir als Bund sagen, für Wohnungsbau, für Bildung, für kommunalen Straßenbau stellen wir den Ländern, den Kommunen Geld zur Verfügung. Und dann Länder Geld nicht weiterreichen an die Kommunen oder es nicht zweckentsprechend verwendet wird, dann werden wir alle miteinander unglaubwürdig. Die Menschen vor Ort interessiert nur eins, dass sich in der Sache was bewegt, dass Probleme gelöst werden. Herzlichen Dank. Katja Suding, FDP, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verhandlungen zur Grundgesetzänderung, die haben sehr spät begonnen, die waren auch an manchen Stellen zäh, aber sie haben sich gelohnt, wie das Ergebnis zeigt. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Antrag vorgelegt. Wir, das sind die regierungstragenden Fraktionen einerseits und FDP und Grüne andererseits. Und das zeigt, dass die demokratische Mitte in diesem Hause sehr gut in der Lage ist, Antworten auf die Herausforderungen in Deutschland zu geben und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Und das ist ein guter Tag deshalb für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern und für die Lehrkräfte in Deutschland. Und dafür möchte ich allen beteiligten Fraktionen ganz herzlich danken.
Die Chancen auf beste Bildung, die müssen für jedes Kind gleichermaßen zugänglich und unabhängig von der sozialen Herkunft, aber auch vom Bundesland sein, in dem das Kind aufwächst. Und dazu ist eine nationale Kraftanstrengung notwendig, die wir nur bewältigen können, wenn wir sie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten. Und was haben wir in dieser Hinsicht erreicht? Drei Punkte sind meiner Fraktion da besonders wichtig. Erstens ist vorgesehen, dass der Bund künftig nicht nur in Technik und Gebäude investieren kann, sondern auch in Personal und dessen Fortbildung, also in die Köpfe. Und das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass die Schulen die Infrastrukturinvestitionen des Bundes überhaupt sinnvoll nutzen können. Konkret am Beispiel des Digitalpakts Schule heißt das, der Bund könnte IT-Administratoren und Schulungen des pädagogischen Personals finanzieren, und darauf warten die Schulen schon seit Jahren. Zweitens muss die Bundesförderung künftig im Zeitverlauf nicht mehr abnehmen. Wir hätten uns zwar mehr gewünscht, nämlich auch die Entfristung. Mit der gefundenen Lösung wird aber zumindest für die gesamte Projektdauer Planungssicherheit vor Ort geschaffen. Und das ist auch schon mal ein Erfolg, meine Damen und Herren. Und drittens soll der Bund Finanzhilfen zur Sicherstellung von Qualität und Leistungsfähigkeit gewähren dürfen. Und dieser Punkt, der ist uns Freien Demokraten besonders wichtig. Denn das bedeutet, dass der Bund die Entwicklung und Durchsetzung von Qualitäts- und Bildungsstandards an seine Finanzhilfen knüpfen kann. Und das ist wirklich ein großer Fortschritt, meine Damen und Herren. Was heißt das konkret? Wenn der Bund die Schulen mit dem Digitalpakt Schule unterstützt, dann könnte er die Entwicklung gemeinsamer Standards für eine informatorische Grundausbildung zusammen mit den Ländern unterstützen und die Finanzhilfen an deren Durchsetzung koppeln. Und plant der Bund irgendwann darüber hinaus zum Beispiel eine MINT-Offensive an den Schulen, dann können Bund und Länder Bildungsstandards in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik unterstützen und diese einfordern. Und das wäre wirklich ein ganz wichtiger Schritt zu gleichen Chancen in ganz Deutschland, meine Damen und Herren. Unser Ziel bleiben allerdings bundesweit einheitliche und ambitionierte Bildungsstandards für alle Fächer. Wie diese Standards erreicht werden, das soll in der Autonomie der Schulen liegen, die ja vor Ort am besten wissen, welche Konzepte erfolgreich sind. Und das ist dann mal wirklich moderner Bildungsföderalismus, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass das Abitur in Bremen genauso viel wert ist wie ein Abitur in Bayern. Umzüge in ein anderes Bundesland wären dann für Familien mit Kindern keine Zumutung mehr. 90% der Bundesbürger wollen eine grundlegende Reform des Bildungsföderalismus, denn nicht der Wohnort und damit ja auch der Zufall dürfen über die Unterrichtsqualität entscheiden. Den Digitalpakt nach jetzt so langer Zeit auf den Weg zu bringen, das war für die Koalition, vor allen Dingen aber auch für die Union, der einzige Anlass, das Grundgesetz zu ändern. FDP und Grünen war das zu wenig. Wir wollen mit der Grundgesetzänderung nicht allein den Digitalpakt möglich machen. Wir wollen mehr Qualität in der Bildung und das Tor auch für weitere Kooperationen im Bildungsbereich öffnen. Die nun erzielte Einigung, die macht das möglich. Das Tor ist offen. Wir erwarten von der Bildungsministerin aber jetzt auch, dass sie durch dieses Tor hindurchgeht. Frau Ministerin Karliczek, ist sie noch da? Das ist schade. Sie hat sich ja auch in den Verhandlungen zur Grundgesetzänderung nicht eingebracht. Nun könnte man ja sagen, geschenkt. Das hat ja auch so geklappt mit einer Einigung hier im Bundestag. Jetzt aber muss die Bundesbildungsministerin mehr bringen. Sie muss sich einbringen mit bildungspolitischen Konzepten, wohlgemerkt. Denn eins muss klar sein, die Grundgesetzänderung und der Digitalpakt, die dürfen nicht das Ende des Engagements des Bundes sein, sondern sie müssen der Auftakt sein für weiteres Engagement. Der Bedarf ist groß, von der Ausstattung der Schulen mit digitalen Lernmitteln über den Ausbau des Ganztags bis hin zu einer Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung. Das sind wir den Schulen, den Lehrkräften und vor allen Dingen aber den Schülerinnen und Schülern schuldig. Und deswegen bitte ich Sie heute um Zustimmung und werbe auch um Zustimmung bei den Kollegen im Bundesrat. Vielen Dank. Birgit Bulbischof, Fraktion Die Linke, ist die nächste Rednerin.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ich glaube, viele Leute, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, alle, die beste Bildung machen wollen in unserem Land, können heute aufatmen und sie werden es tun. Weil ich finde, das, was das Parlament mehrheitlich hier zustande gebracht haben wird, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch ist meine Freude ein wenig schaumgebremst, weil wir die Linke natürlich finden, dass es noch reichlich Luft nach oben gibt. Es war immerhin einer unserer ersten Anträge und wir bleiben dabei, die Zukunft in der Bildungspolitik muss in einer Gemeinschaftsaufgabe Bildung im Grundgesetz liegen. Das Kooperationsverbot ist von vielen in unserem Land empfunden worden als Ausdruck von Kleinstaaterei, von einer Barriere hinsichtlich der Mobilität von Schülerinnen und Schülern. Und das in einer globalisierten Welt ist als Bremsklotz empfunden worden für die gemeinsame Finanzierung von guter Bildung. Ich will aber gleichfalls sagen, meine Damen und Herren, die Lockerung des Kooperationsverbotes, so wichtig es ist, löst keinesfalls alle Probleme in unserem Land und ist auch nicht das einzige Grundübel für den Bildungsnotstand in Deutschland. Das sind andere Dinge. Das ist zum einen die Verweigerung der Politik. Länder, Kommunen, Gemeinde, Landkreise sind Kommunen vernünftig finanziell auszustatten, sodass Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Profis wirklich beste Bildung machen können und die auch finanzieren können. Zum anderen sind es eben aber auch Strukturen und Verteilungsmechanismen, heimliche Lehrpläne, die soziale Ungleichheit in diesem Land immer wieder zur Tradition haben werden lassen. Dort, wo die Probleme am größten sind, sind meistens die finanziellen Mittel am kleinsten. Vor allem Brennpunktschulen werden vernachlässigt. Und ich will es auch ganz klar sagen, für uns als Linke ist nach wie vor das gegliederte Schulsystem in unserem Land ein Grundübel an sich. Bildung ist in Deutschland, das kann man nicht oft genug sagen, eben nicht die Nummer eins auf der politischen Wertehierarchie. Wir haben einen eklatanten Mangel an Lehrkräften, wir haben einen Investitionsstau von fast 48 Milliarden Euro, hat uns die Kreditanstalt für Wiederaufbau neulich erst mitgeteilt, und der ist gestiegen. Und auch in Sachen Bildung in digitaler Gesellschaft muss man das so sagen, Deutschland ist ein Entwicklungsland. 720 Millionen, sofern es für Schulen und für Berufsschulen zur Verfügung steht, sind eine beinahe zu vernachlässigende Größe im Vergleich zu dem, was notwendig wäre. Und trotzdem, meine Damen und Herren, 12 Jahre Kooperationsverbot haben die Probleme größer gemacht. Aber spannend, das will ich auch sagen, wird es erst jetzt, weil der Investitionsstau muss abgebaut werden, Ganztagsschulen müssen gefördert werden, digitale Bildung muss endlich in Gang kommen. Meine Damen und Herren, aus dem Kann, und mehr ist es nicht, muss ein Muss werden. Und ich will es ganz klar sagen, ich wünschte mir eine ambitionierte Politik, Bildungspolitik im Bund. Bildungsland Deutschland, meine Damen und Herren, das müssen wir erst noch werden. Wir brauchen gerechte Bildung für alle Kinder. Und wenn ich sage alle Kinder, dann meinen wir, die Linke, ausdrücklich auch die Kinder, die meist gesagt, aber sehr oft nicht gemeint sind. Das ist und bleibt unsere Prämisse. Bildungsland Deutschland heißt immer auch gerechte Bildung für alle Kinder. Katja Dörner, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich, dass wir heute über einen gemeinsamen Antrag von Union, SPD, Grünen und FDP abstimmen, weil es uns Grünen gemeinsam mit der FDP gelungen ist, den Vorschlag der Großen Koalition ein ganzes Stück besser zu machen. Wir haben gesagt, es reicht uns nicht, dass der Bund Beton und Tablets bezahlt. Wir wollen, dass er auch in Köpfe investieren kann. In Köpfe investieren, das heißt auch in pädagogisches Personal. Das wird der Bund zukünftig können, und das ist ein sehr gutes Ergebnis, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen.
Der Bundestag macht heute den Weg frei für den Digitalpakt. Das ist sehr gut. Und es wäre doch mehr als seltsam, wenn das jetzt an den Bundesländern scheitern sollte. Aber wir haben eben nicht nur wegen des Digitalpakts wochenlang mit Union und SPD über eine Grundgesetzveränderung verhandelt. Wir haben um eine Grundgesetzänderung gerungen, damit Bund und Bundesländer ganz grundsätzlich in der Bildung enger zusammenarbeiten können. Und das geht eben weit über den Digitalpakt hinaus. Wir haben jetzt neue Möglichkeiten geschaffen für den Ganztagsausbau, beispielsweise, der laut Koalitionsvertrag von Union und SPD ja noch in dieser Legislaturperiode auf dem Plan steht. Und das auch völlig zu Recht, weil der Bedarf natürlich riesig ist. Der Bund wird zukünftig nicht nur Mensen bauen können. Er wird auch Schulsozialarbeiter bezahlen können, beispielsweise. Das ist ein enormer Fortschritt und dafür haben sich aus unserer Sicht die Verhandlungen sehr gelohnt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zukünftige Bundesregierungen werden sich mit den Ländern vielleicht und hoffentlich auch auf ganz andere Programme verständigen können. Ich persönlich wünsche mir beispielsweise eines zur Beförderung der Inklusion an unseren Schulen. Da hat der Bund nämlich die UN-Behindertenkonvention unterschrieben und bei der Umsetzung gerade im Bildungsbereich die Länder ganz schön im Regen stehen lassen. Zukünftig wird es auch hier neue Möglichkeiten geben. Die muss man nicht nutzen, aber die wird man nutzen können. Dafür haben wir die Tür aufgemacht und deshalb freue ich mich auch auf zukünftige Programme zwischen Bund und Bundesländern in hoffentlich zukünftigen Koalitionsverträgen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, jetzt jubelt die Union, das Kooperationsverbot sei nicht abgeschafft worden. Ich würde sagen, wir haben es sehr umfassend angeknabbert, aber abgeschafft ist es leider tatsächlich nicht. Und das zeigt, dass wir weiter sehr klar darauf hinweisen müssen, vor welchen Herausforderungen wir tatsächlich in der Bildung in Deutschland stehen. Studie über Studie, auch die der Bundesregierung selbst, dokumentieren, wie ungerecht die Chancen in unserem Bildungssystem verteilt sind, wie hoch auch der Finanzierungsbedarf ist oder wie schwer beispielsweise ein Umzug für viele Schülerinnen und Schüler zwischen den Bundesländern ist oder zumindest sein kann. Und da muss ich wirklich sagen, da kann ich dieses ewige, das haben die Bundesländer schon immer ganz alleine entschieden, das haben wir immer schon so gemacht, das hat der Bund ja noch nie mitfinanziert. Das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr hören. Und ich bin mir sicher, dass alle Eltern in diesem Land das auch nicht mehr hören können, weil es am Blick auf die Problemlage völlig vorbeigeht. Wir alle im Bund, in den Bundesländern, in den Kommunen, wir sind in der Pflicht, unser Bildungswesen und eben auch die Zuständigkeiten so zu organisieren, dass wir allen Kindern und Jugendlichen die bestmöglichen Bedingungen bieten, ihre Potenziale voll ausschöpfen zu können. Das müsste doch unser gemeinsames Ziel sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich werbe heute für die Zustimmung zum interfraktionellen Antrag und dann natürlich auch zum Gesetzentwurf. Wir nähern uns diesem Ziel ein großes Stück. Ein großer Schritt hin zu einem moderneren Bildungsföderalismus wird gemacht. Aber wir Grünen, wir bleiben natürlich am Ball und wir knabbern weiter, weil die Kinder in unserem Land das in unser Hausaufgabenheft geschrieben haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Karl Lauterbach, SPD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal, es geht heute nicht nur um Bildung. Aber ich glaube, die Änderungen im Bildungssystem sind langfristig von dem, was wir heute beschließen, der wichtigste Teil. Es ist ein großer Tag für die Bildung. In der Tat, es kam gerade zur Sprache bereits, und in unserem Bildungssystem ist nicht alles schlecht, aber wir haben wichtige Probleme. Und ich nenne hier nur drei, die wir gemeinsam nur lösen können, nicht allein. Ein Problem ist, wir geben nach wie vor für Bildung zu wenig aus. Wir liegen nach wie vor unter dem OECD-Durchschnitt. Wir müssten darüber liegen. Wir liegen darunter. Wir liegen unter dem Schnitt beim Bildungsaufstieg. In Deutschland haben nur 25% derjenigen, die eine Bildung bekommen, eine bessere Bildung als ihre Eltern. In Europa und im OECD-Durchschnitt ist das höher, im OECD-Durchschnitt 40%. Wir haben einen viel zu geringen Bildungsaufstieg. Und wir geben insbesondere zu wenig auch für den Bereich, den wir heute besprechen, nämlich für Kitas, aber auch für Schulen. Dort geben wir nur etwa 4
bis 4,2% aus. Wenn wir das um nur 1% erhöhen würden auf den Durchschnitt der OECD, dann würde das 30 Milliarden Euro kosten. Daher ist diese Leistung nur gemeinsam zu erreichen, nur durch Bund und Länder gemeinsam. Wir dürfen diese Diskussion nicht kleinkariert führen, indem wir sagen, im Moment haben die Länder mehr Geld. Das kann sich ändern. Wir können sie auch nicht grob schlechtig diskutieren. Es geht um die Abschaffung des Föderalismusverbots, der Föderalismusreform. Der Föderalismus kommt zum Ende. Sondern wir müssen sie mit Augenmaß führen. Wir werden dieses spezifische Problem, die wichtigen Probleme bei Bildung und bei Schule, woran die Zukunft unseres Landes hängt, nur durch eine bessere Kooperation von Land und Bund schaffen. Daher ist es heute ein sehr wichtiger Tag für unsere Bildung, ein sehr wichtiger Tag für unser Land insgesamt. Und es kam schon zur Sprache, es geht nicht nur um Tablets, es geht nicht nur um Kabel, es geht nicht nur um Beton, sondern es geht auch darum, wenn ich hier investiere, dann müssen die Dinge auch nutzbar sein. Heute ist es so, dass zum Teil die 10-, 12-jährigen Kinder sich besser mit Blockchains auskennen als die Lehrer, die es vermitteln sollen. Wir können die Digitalisierung nicht an der Kreidetafel erklären. Dafür brauchen wir Geräte. Dafür brauchen wir aber auch die Lehrer, die die Fortbildung haben, um das zu nutzen. Wir brauchen auch die Systemadministration, die funktioniert, sodass das ständig zum Einsatz kommen kann. Das hilft insbesondere den bildungsschwächeren Kindern. Genau diese Kinder brauchen wir aber. Und von diesen Kindern gibt es immer mehr. Und zwar deshalb, weil wir überproportional viele Kinder geboren in bildungsschwächere und auch in sozial schwächere Familien haben. Für diese Kinder ist das heute ein großer Tag. Daher bin ich dankbar. Ich möchte mich ausdrücklich für die sehr gute kollegiale Zusammenarbeit in dieser wichtigen Frage bei den Grünen, auch bei der FDP bedanken, auch natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen bei der CDU. Das war eine Zusammenarbeit, wie ich sie mir tatsächlich also gewünscht hatte, wie ich sie mir aber nicht vorstellen könnte. Daher appelliere ich hier an die Länder, über den Schatten zu springen. Wir können es nur gemeinsam schaffen. Wir haben heute die Möglichkeit, im Land einen Ruck nach vorne zu bringen. Dafür stehen wir. Nächster Redner ist der Kollege Uwe Kamann, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher. Die Kombo der Beschlussdebatte zeigt mir eigentlich aufgrund der unterschiedlichen Anträge, dass dieses Hohe Haus noch hohes Optimierungspotenzial zum Thema Digitalisierung hat. Die digitale Infrastruktur, ich komme auf das Thema der Grünen, ein leidiges Thema für unsere Bundesregierung. In der Analyse des grünen Antrags können wir grundsätzlich mitgehen, allerdings in den Handlungsempfehlungen aus der Schlussfolgerung heraus sehen wir so gut wie keine Gemeinsamkeiten. Grundsätzlich weist der Antrag kaum zielorientierte Lösungsvorschläge aus. Aber ich picke mal einige Highlights heraus. Wir fordern von der Bundesregierung, den Stromverbrauch für den Ausbau des 5G-Netzes zu validieren und die Auswirkungen darauf auf Rechenzentren. Wenn diese dann aber höher ausfallen, als ihre ideologisch akzeptierbar ist, was ist dann? Wollen Sie dann wie beim Schadstoffausstoß des Diesels willkürliche Grenzwerte festlegen? Oder wollen Sie gar ganz Rechenzentren stilllegen? Dann noch ein origineller Gedanke. Sie wollen, dass die Bundesnetzagentur die Versorgung in unterversorgten Gebieten per Ausschreibung sicherstellt. Soll die Bundesnetzagentur jetzt eine Einkaufsgesellschaft werden? Die Agentur kann einen Rahmen schaffen, aber nicht marktwirtschaftlich agieren. Das müsste doch auch Ihnen von den Grünen einleuchten. Wir sind ja bei Ihnen, dass schnelles Internet eine Daseinsvorsorge ist und in der Verantwortung des Staates liegen muss. Aber doch nicht so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doch nicht mit einer Umlagefinanzierung, die die Netzbetreiber erbringen müssen. Gewissermaßen als Solidaritätszuschlag. Gucken Sie sich mal die Kombo an.
Das ist ja genau der Grund. Hier gibt es intelligentere Lösungen. Schlussendlich wollen Sie sichergestellt haben, dass der Zugang zum Breitbanduniversaldienst zu einem erschwinglichen Preis sicherzustellen ist. Sie wollen also der Industrie hohe Investitionen abverlangen und zugleich geringe Einnahmen diktieren. Welches Unternehmen würde da nicht Beifall klatschen? Da kommt Freude auf. Der schnelle Breitbandausbau, die Flächenversorgung mit LTE und demnächst 5G, den die Regierung immer nur scheibchenweise vorantreibt, meine Damen und Herren, muss als Gesamtkonzept angesehen werden. Bitte betrachten Sie es endlich als ganzheitliches Ökosystem für die digitale Infrastruktur in diesem Lande, auch wenn es Ihnen schwerfällt. 2,5% Glasfaseranschlüsse bei der stationären Breitbandanbindung. Da können wir froh sein, dass wir nur ca. 10 Prozentpunkte hinter der USA liegen, von den 60 Prozentpunkten zu Lettland gar nicht zu sprechen. Ein Blick auf die Eckdaten zum Ausbau des 4G-Netzes lässt mich für die Ziele, die Sie für das 5G-Netz in Ihrem Strategiepapier aufgeführt haben, nichts Gutes erahnen. Für Sie mag es das Licht am Ende des Tunnels sein. Für mich ist es eher ein entgegenkommender Zug. Glauben Sie wirklich, dass man mit dieser bisher vollkommen fehlgeschlagenen Strategie beim 4G-Netz erfolgreich ein 5G-Netz an den Start bringen kann und damit zum Leitmarkt werden kann? Aber Sie machen weiter wie bisher, frei nach dem Motto, ich habe zwar die erste Million nicht geschafft, fange ich heute mal mit der zweiten an. Mit der am Montag vom Beirat beschlossenen Vorlage für den Ausbau des 5G-Netzes werden die angestrebten Zielsetzungen nicht erreicht werden. Die dort aufgeführten Rahmenbedingungen sind in keinster Weise ambitioniert, nicht rechtssicher und schon gar nicht wettbewerbsfördernd. Der von den Konzernen bereits angekündigte juristische Widerstand gegen die Vergaberegelung birgt die große Gefahr, dass der Beginn des 5G-Ausbaus noch in weiter Ferne rücken kann. Warum nicht querdenken, zum Beispiel mittels einer Public-Private Partnership, die die Investitionskosten auf mehreren Schultern verteilt, eine Flächendeckung viel wahrscheinlicher werden lässt und die Nutzung des Netzes durch eine Vielzahl von Anbietern möglich macht. Hierdurch hätte man Wettbewerb und eine hohe Wahrscheinlichkeit, kostengünstige Preise für unsere Bürgerinnen und Bürger zu erzielen. Ich möchte zum Abschluss noch die Zeit zitieren, die treffend titelte: Kein Anschluss unter dieser Regierung. Herzlichen Dank. Ulrich Lange, CDU/CSU, ist der nächste Redner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, unsere Aufgabe als Bund ist es, Verantwortung zu übernehmen. Herr Präsident, Sie leuchten. Es ist noch nicht Zeit. Ich fange erst an. Bitte um Nachsicht, ich habe das Verantwortung zu übernehmen. Reden Sie ganz unbeschwert. Wir sind auch gerne bereit, diese Verantwortung in einigen Bereichen stärker zu übernehmen, stoßen aber an die Grenzen des Grundgesetzes derzeit. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Debatte jetzt so ein bisschen verfolgt hat, dann muss ich doch zwei, drei Sätze noch zum Föderalismus sagen. Liebe Kollegen der Linken, Föderalismus ist keine Kleinstaaterei. Föderalismus ist Teil unserer Identität und wesentliches Erfolgsmodell unseres Landes in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und kein Zentralstaat macht etwas automatisch besser oder angeblich gerechter. Viele erfolgreiche Bundesländer zeigen, wie man sehr gute Bildungsinfrastruktur und Wohnraumpolitik auch in den Bundesländern gestalten kann. Dass wir in den Bereichen Bildung, Wohnen, Mobilität aber vor großen Herausforderungen stehen, ist, glaube ich, unbestritten. Und deswegen gehen wir mit dieser Änderung des Grundgesetzes genau in einen Spagat, nämlich in den Spagat zwischen Verantwortlichkeit und Eigenverantwortung von Ländern und Kommunen und Übernahme von Verantwortung durch den Bund. Und dieser Spagat muss wohl austariert sein, und ich glaube, mit dem, was wir heute vorlegen, ist uns das, und da sage ich auch ein Dankeschön
an die Kolleginnen und Kollegen, die mitverhandelt haben von FDP und Grünen, ist uns doch ganz sinnvoll gelungen. Wir investieren zukünftig in den sozialen Wohnungsbau. Ja, hier haben wir einen Bedarf. Hier stellen wir Milliarden, aber ich möchte da schon auch noch mal an Ecke Rehberg erinnern. Da wäre schon auch Geld da gewesen in den Ländern. Man hätte es teilweise nur auch dafür ausgeben müssen. Dann hätten wir das Problem jetzt so nicht. Wir sind bereit und wir ändern die Förderung und Finanzierung im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Auch hier bitte zunächst mal die Grundaussage. Der ÖPNV ist Sache der Länder. Und wir hatten ihn deshalb ja auch nicht ohne Grund schon mal begrenzt. Wir öffnen das Ganze. Wir geben jetzt 1 Milliarde ab 2021 und wir dynamisieren. Ja, wir wollen Mobilität gewährleisten, Mobilität in den Ballungsräumen. Wir wollen Stadtbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen fördern, weil wir natürlich erkennen, dass diese Leistungen bei Ausbau und Neubau, liebe Kolleginnen, bei Ausbau und Neubau nicht vor Ort geleistet werden können. Da kommen wir unserer Verantwortung nach. Wir entlasten damit Städte vom Individualverkehr. Wir sorgen für bessere Anbindungen zu den Arbeitsplätzen. Das ist eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik. Danke, Frau Kollegin Barley. Lassen Sie mich zum Schluss aber noch mal eines sagen. Änderungen am Grundgesetz sind immer schwierig und wir müssen auch in Zukunft damit sehr, sehr vorsichtig umgehen. Es bedarf schon wirklich eines wichtigen Grundes, die Änderung des Grundgesetzes vorzunehmen. Hier können wir einem solchen zustimmen. Wir unterstützen die Länder und ich kann jetzt nur an die Länder appellieren, in diesem Spagat zu bleiben und diese Unterstützung anzunehmen und diesen Spagat und den Bogen auch nicht zu überspannen. Denn das ist am Ende eine Gemeinschaftsaufgabe, das müssen die Länder auch wissen. Es kann nicht immer nur mehr sein. Wir sind stolz auf unseren Föderalismus in Deutschland. Wir wollen diesen Föderalismus stärken, auch mit dieser Änderung. Wir wollen in diesem Föderalismus leben, in gemeinsam leben zwischen Bund und Ländern. Herzlichen Dank. Johannes Chaos, SPD, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, war ich vor kurzem in der Ilse-Löwenstein-Stadtteilschule bei mir im Wahlkreis und wir haben das Thema Digitalisierung diskutiert, Netze und wie man es gemeinsam hinkriegt. Und das Verständnis über die Frage, wer jetzt wofür zuständig ist, war relativ unausgeprägt. Der Wunsch hingegen, dass es funktionierende Strukturen, Netze, IT in den Schulen gibt, auch. Da ist es eben so, dass wir in Hamburg auch im Bereich Schulbau sehr weit sind. Olaf Scholz als Bürgermeister sei gedankt. Wir sind da viele Wege gegangen, aber man kann immer besser werden und das ist das Angebot, was der Bundestag an die Länder gibt, dass wir gemeinsam besser werden im Interesse der Wählerinnen und Wähler. Wir haben das hier in allen Fraktionen unterstützt. Wir alle wollen mehr Geld ausgeben für Bildung, mehr Geld für Infrastruktur und den sozialen Wohnungsbau. Und ich habe der Kollegin Gesine Lötsch eben versprochen, dass ich sie kritisiere. Gesine, du hast ja gesagt, dass gerade ihr Linken für sozialen Wohnungsbau steht. Das freut uns. Dann müsstet ihr es in Berlin auch machen und nicht laufen verhindern. Wenn man sich das dann anguckt, dann ist es so, dass wir seit Anbeginn dieser Debatte hier im Deutschen Bundestag immer gefordert haben, dass es die Zusätzlichkeit geben muss, dass Bund und Länder die Frage gemeinsam angehen.
Und Ecki, das will ja keiner allein in die Schuhe schieben. Das waren wir schon gemeinsam. Das muss man eben sagen. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch bei Anja Heiduck, Otto Fricke und Gesine Lötsch bedanken, dass wir das im Haushaltsausschuss in den Fraktionen gemeinsam so gewollt besprochen haben. Und das haben wir auch nicht überfallartig getan, sondern haben es von Anfang an immer betont, dass das, was der Bundesrechnungshof vorgeschlagen hat, nämlich diesen Maßstab der Zusätzlichkeit und die Steuer- und Kontrollrechte des Bundes, dass wir als Bundestag das, was der Bundesrechnungshof vorschlägt, auch ernst nehmen, umsetzen und mit einbringen. Da bin ich Olaf Scholz und der Bundesregierung dankbar, dass sie das mit aufgenommen haben, dass sie den Bundestag in dieser Frage mitgenommen haben. Ich weiß, Olaf, wie schwierig das ist, mit den Ländern das zu diskutieren. Und ich weiß auch, wie viel da missverstanden wird. Es würde eben helfen, wenn die Sitze des Bundesrates der Länder nicht nur bei solchen Debatten, sondern auch bei den ersten Lesungen gut besetzt sind, dann hätte man dieses gut gehütete Geheimnis von Anfang an mitbekommen können. Ich glaube, dass es so ist, dass wir hier gemeinsam als Bund, als Land, als Kommune was dafür tun, dass die Bildung in diesem Land besser funktioniert, dass wir hier was für den sozialen Wohnungsbau und den Verkehr tun. Das ist gute Politik, das ist auch gute sozialdemokratische Politik. Deswegen danke ich der Union für ihre Unterstützung. Vielen Dank. Danke, Herr Schipanski, CDU/CSU ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir wollen mit der Änderung des Artikel 104c und die Ergänzung des Artikel 104b Absatz 2 Satz 5 Grundgesetz den kooperativen Föderalismus unserer Verfassung im Bildungsbereich weiterentwickeln. Das hat nicht das Geringste mit der Aushöhlung des Föderalismus zu tun, wie in dieser Debatte behauptet. Was hier auch behauptet wurde, ein Kooperationsverbot, meine Damen und Herren, dies kennt die Verfassung nicht. Das ist eine falsche Tatsachenbehauptung, die hier immer wieder wiederholt wird. Wir haben ein Bundesstaatsprinzip, daraus ergibt sich ein Kooperationsgebot und wir kooperieren auch sehr aktiv. Unsere Verfassung kennt klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten und für den Bildungsbereich sind das die Länder. Das heißt, die Länder tragen nicht nur für die Bildungsinhalte Verantwortung, sondern insbesondere auch für die Finanzierung von Infrastruktur und Lehrpersonal. Dafür, meine Damen und Herren, haben die Länder ausreichend Finanzmittel. Ecki Rehberg hat das deutlich gemacht. Die Sachverständigenanhörung am 8. Oktober im Haushaltsausschuss hat das deutlich gemacht. Und das zeigt auch die Milliardenentlastung der Länder beim neuen Bund-Länder-Finanzausgleich ab 2020. Wir schaffen durch diese Verfassungsänderung heute keine neuen Zuständigkeiten oder Verantwortlichkeiten, sondern wir ändern das Grundgesetz im Bereich der Finanzverfassung. Und dort ist 104b und 104c systematisch beheimatet. Wir konkretisieren mit dieser Änderung die Möglichkeit des Bundes, befristet Finanzhilfen an die Bundesländer und die Gemeinden zu geben. Und wir führen dazu neue Tatbestandsmerkmale ein, die den Anwendungsbereich klar begrenzen. Artikel 104c sagt, wir geben die Finanzhilfen nur, wenn es um die Sicherstellung der Qualität und der Leistungsfähigkeit im Bildungswesen geht. Die Gesetzesbegründung macht deutlich, was wir hierunter verstehen. Die Qualitäts- und Bildungsstandards wurden angesprochen. Und ich glaube, da brauchen wir als Union keine Belehrung von Seiten der FDP. Das ist eine lange Forderung der Unionsfraktion im Bund und im Land. Und wir haben im Koalitionsvertrag den Bildungsrat vereinbart, wo Bund und Länder diese Standards auch gemeinsam ausarbeiten werden. Zweites neues Tatbestandsmerkmal wird sein, dass wir nicht mehr nur bei Investitionen helfen können, sondern eben auch sehr eingeschränkt im Bereich der Kosten. Und ich will sehr deutlich machen, dass dieser Kostenbegriff sehr eng zu verstehen ist. Das ergibt sich aus der systematischen Auslegung mit Blick auf 104a Absatz 1 und Absatz 5 Grundgesetz, aber auch wiederum in der Gesetzesbegründung. Und wir ziehen mit 104b ganz klare Grenzen. Die Finanzhilfen müssen befristet sein. Von daher sind die Behauptungen, die heute hier gemacht wurden, dass wir unbefristet in Personal investieren, schlichtweg falsch. Die Finanzhilfen müssen des Weiteren zusätzlich sein, und zwar in dem Verhältnis 50 Bund, 50 Land. Was in den Landesanteil hineinzurechnen ist, ergibt sich wiederum aus der Gesetzesbegründung.
Und für den Digitalpakt Schule will ich festhalten, wir haben eine Übergangsregelung geschaffen. Wir haben hier die 90-10-Finanzierung. Und lassen Sie mich auch klarstellen, Änderungen mit Blick auf die Ausgestaltung dieses Digitalpaktes, auch beim Finanzierungsanteil, wird es nicht geben. Wir müssen die Grundgesetzänderungen für diese Finanzhilfen also in einem Gesamtpaket betrachten von 104b und c. Nur so führt das zu einem sinnvollen Ergebnis. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch etwas mit Blick auf die Bundesratsbank sagen. Ich kann die Überraschung der Bundesratsmitglieder mit dem Blick auf das Kriterium der Zusätzlichkeit nicht nachvollziehen. Ecki Rehberg hat es gesagt, wir haben das in der Anhörung ausgiebig erörtert. Und wir haben in diesem Hohen Hause in jeder Debatte, die den kooperativen Föderalismus betroffen hat, dazu gesprochen. Ob das Haushaltsdebatten waren, Bildungsdebatten waren, ob das Baudebatten waren. Und die Vertreter des Bundesrates haben hier im Haus ihren eigenen Platz. Und ich gehe davon aus, dass von diesem Platz aus in die Landesregierungen berichtet wird, wie die politische Position des Bundes in diesen Fragestellungen ist. Und es herrscht ein breiter Konsens in diesem Hause, dass es nicht sein kann, dass der Bund Finanzhilfen gewährt und sich die Bundesländer mit ihrem Finanzierungsanteil dann zurückziehen. Der Bund hat verschiedene Erfahrungen gemacht mit der Kreativität der Länder, wenn es um Finanzhilfen geht, Entlastungen geht, Mitfinanzierungssachen geht in unserem föderalen System. Und daher legen wir auf dieses Zuständigkeits- oder Zusätzlichkeitskriterium äußersten Wert. Wir konkretisieren damit das föderale Miteinander und die gelebte Verfassungswirklichkeit in unserer Bundesrepublik. Ich bitte herzlich die Mitglieder des Bundestages, aber auch des Bundesrates, dieser Verfassungsänderung zuzustimmen. Bitte ohne Vermittlungsausschuss. Machen Sie den Weg frei für den Digitalpakt Schule. Machen Sie den Weg frei für digitale Bildung in Deutschland. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich dem letzten Redner in dieser Debatte das Wort erteile, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen und die Gespräche einzustellen. Jetzt hat das Wort der Kollege Alois Reiner, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde der Föderalismus als staatliches Organisationsprinzip verfassungsrechtlich verankert. Besonders im Mittelpunkt steht dabei auch die Kooperation zwischen dem Bund und den Ländern. Auch ist unsere Verfassung kein System und kein Gesetz, das man ständig anpassen sollte. Und wenn, dann soll man besonnen und mit Weitsicht an die Änderungen herantreten. Ich möchte daher an dieser Stelle ausdrücklich den Gedanken der Kooperation zwischen Bund und Land hervorheben. Mit dem vorliegenden Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes ebnen wir nun den Weg für eine Ausweitung der Mitfinanzierungsmöglichkeiten des Bundes bei Aufgaben in Trägerschaft von Ländern und Kommunen. Unter anderem betrifft das zum Beispiel die Digitalisierung im Schulbereich. Hierbei handelt es sich um eine Herausforderung, die Länder und Kommunen unter optimalen Finanzbedingungen und den derzeitigen ökonomischen Gesichtspunkten durchaus alleine hätten meistern können. Trotz dieses erfreulichen Zustandes ist es uns besonders wichtig, gerade im Wohnungsbau und im Bildungswesen zu unterstützen. Daher begrüßen wir grundsätzlich den Ansatz unserer Bundesbildungsministerin, den Ländern und Kommunen mit dem Digitalpakt in den kommenden 5 Jahren 5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Das ist ein wichtiges Signal für Eltern und Schulkinder, aber auch für Länder und Kommunen. Gleichzeitig ist es aber gut, dass wir mit der vereinbarten Formulierung, sichergestellt wird, dass die Länder mindestens die Hälfte der öffentlichen Investitionen
im jeweiligen Investitionsbereich selbst tragen. Das heißt, wenn der Bund die Länder durch Finanzhilfen unterstützt, müssen die Länder mindestens die Hälfte zur Mitfinanzierung in dem entsprechenden Förderbereich beisteuern und können sich nicht ihrer Verantwortung entziehen. Damit haben wir einen für die Union wichtigen Punkt der Zusätzlichkeit im Grundgesetz fest verankert. Gleichwohl einigen wir uns darauf, dass die Bundesunterstützung im Bildungsbereich weiterhin zeitlich befristet bleibt, währenddessen das Kooperationsverbot nicht angefasst und damit auch bestehen bleibt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Länder und Kommunen investieren in die Bildung ca. 130 Milliarden Euro im Jahr. Wenn wir jetzt wieder mithelfen mit 5 Milliarden Euro bei der Digitalisierung, ist das in Ordnung und beileibe keine Aufgabe des Kooperationsgebotes. Und wenn wir hier auch bei der Digitalisierung, und es ist uns klar, Mitfinanzierung bei Systemadministratoren oder bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, die in dieser Angelegenheit tätig sind, dann ist das auch noch in Ordnung. Aber darüber hinaus sehen wir in diesem Gesetzentwurf keine Möglichkeit, Kosten zu übernehmen. Und meine Damen und Herren, es ist und bleibt weiterhin so, Bildung ist Ländersache. Und lassen Sie mich abschließend noch ein paar Worte zum Föderalismus sagen. Viele von Ihnen wissen, ich bin ein großer Freund des Föderalismus in unserem Land. Wir unterstützen die Länder und die Kommunen sehr gerne. Hier und heute schaffen wir nun eine weitere Regelung zur Unterstützung der Länder und Kommunen, in der im Bundesrat noch zugestimmt werden muss. Aber ich finde auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, nun muss es einmal gut sein. Wir brauchen denn auch die Luft als Bund, um atmen zu können und auch den Spielraum für andere Entlastungen, für Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Es gäbe viele Dinge, über die man hier sprechen könnte. Ich freue mich heute, dass eine große Mehrheit in diesem Haus dieser Grundgesetzänderung zustimmen wird und hoffe auch auf einen positiven Ausgang im Bundesrat. Vielen herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Grundgesetzes. Das sind die Artikel 104c, 104d, 125c, 143e auf der Drucksache 3440. Es liegen zur Abstimmung mehrere Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Der Haushaltsausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 6144 den Gesetzentwurf der Bundesregierung in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Soweit es bei dieser etwas unübersichtlichen Lage festzustellen ist, hat die AfD dagegen und die übrigen Fraktionen dafür gestimmt. Bei einigen Enthaltungen. Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Wir kommen damit zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Ich weise darauf hin, dass zur Annahme des Gesetzentwurfs die Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Deutschen Bundestags erforderlich ist. Das sind 473 Stimmen mindestens. Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf namentlich ab. Und ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Wo waren Enthaltungen? Die zwei Fraktionslosen. Sicher,
Sind alle Ohren besetzt? Na, hier vorne noch nicht. Opposition fehlt. Hier auch. Also die Opposition wird dringend vermisst als Schriftführer an den Ohren. Herr Gens? Hammer? Auch? Nee, da fehlt doch nicht. Nee. Herr Hemmelgarn? Hier vorne fehlt noch. Jetzt? Gut. Alle Ohren sind besetzt. Dann öffne ich die namentliche Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf. Kolleginnen und Kollegen, gibt es noch jemand, der oder die nicht abgestimmt hat? Ich frage noch einmal, kennen Sie jemanden, der oder die noch nicht abgestimmt hat? Ich glaube, niemand regt sich auf. Dann gehe ich davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen abgestimmt haben. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Und die anderen bitte ich, Platz zu nehmen, weil wir jetzt weiter in die Abstimmungen gehen. Darf ich bitten, dass die Kolleginnen und Kollegen Platz nehmen?
Vielen Dank. Darf ich noch mal darum bitten? Ich komme gleich noch zwei Erklärungen. Die haben die falschen. Wir hatten das verwechselt von zwei. Ist alles klar? Ja. So. Wir stimmen nun über den Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 6169 ab. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? SPD, was macht dagegen? Wer enthält sich? Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die Fraktion Die Linke. Dagegen waren die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU, FDP und AfD. Zusatzpunkt 2b. Wir setzen die Abstimmungen zur Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses auf Drucksache 6144 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 4543 mit dem Titel Bildungsföderalismus stärken. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von FDP, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und der Linken. Und Gegenstimme kam von der Fraktion der AfD. Unter Buchstabe C, das wäre echt super, wenn Sie draußen reden würden. Das gilt für alle, auch für die Ministerin. Das ist wirklich nervig. Wir wollen hier abstimmen. Herr Rachel. Unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss den Antrag der Fraktionen der FDP und Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 4556 mit dem Titel Bessere Bildung durch einen modernen Bildungsföderalismus für erledigt zu erklären. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Wer beteiligt sich nicht? Die da hinten? Gut. Die Beschlussempfehlung ist einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 25c. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Kooperationsverbot in der Bildung vollständig aufheben. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksachen 6143 und 6172 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 13 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt hat haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der Linken und enthalten haben sich Bündnis 90 Die Grünen. Tagesordnungspunkt 10a. Wir kommen nun zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Errichtung des Sondervermögens digitale Infrastruktur. Der Haushaltsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 6139 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 4720 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um ihr Handzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der Linken, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU und FDP. Dagegen war niemand und enthalten hat sich die Fraktion der AfD. Tagesordnungspunkt 10a, dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich jetzt zu erheben. Wir warten mal gerade. Jetzt erheben wir's. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Der Gesetzentwurf ist angenommen. Zugestimmt haben
die Fraktionen von FDP, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Linken, und enthalten hat sich die Fraktion der AfD. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Tagesordnungspunkt 10b, Abstimmung. Machen wir hier einen Wechsel? Ja. Tschüss, schönen Tag noch. Wir sehen uns wahrscheinlich heute Nacht. Tschüss. Frau Präsidentin. Guten Tag, ich grüße Sie. Tschüss. Hallo. Tschüss, meine Lieben. Hallo. Ja, so sehen die Verabredungen heutzutage aus. Gut, Tagesordnungspunkt 10b, Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur auf Drucksache 6142. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 5306 mit dem Titel Breitband für alle, digitale Infrastruktur flächendeckend ausbauen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Gegenstimmen von der Linken und von Bündnis 90 Die Grünen. Ich rufe auf den nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar den Tagesordnungspunkt 5, Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Recht auf Verschlüsselung, Privatsphäre und Sicherheit im digitalen Raum stärken. Dafür sind 60 Minuten vorgesehen. Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Bevor ich den ersten Redner aufrufe, möchte ich Ihnen das Ergebnis der namentlichen Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes, bekannt geben. Mitgliederanzahl in unserem Haus, Sie wissen, wir brauchen da ja eine Zweidrittelmehrheit, Mitgliederzahl 709. Abgegebene Stimmen 670. Mit Ja haben gestimmt 580 Kolleginnen und Kollegen, mit Nein haben gestimmt 87 Kolleginnen und Kollegen, 3 haben sich enthalten. Für die Annahme ist gemäß Artikel 79 Absatz 2 des Grundgesetzes die Zustimmung von 2/3 der Mitglieder des Deutschen Bundestages erforderlich. Das wären 473 Stimmen gewesen. Wir hatten 580 zustimmende Ja-Stimmen. Damit ist der Gesetzentwurf mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen.